Herzlich willkommen zurück zu Nils Gefehls, der Retro-Show. Endlich mal wieder eine Folge mit einem alten Spiel und es ist ein fantastisches Sid Meier's Pirates. Im Original erschien 1987 und dann im Jahr 2004 geremaked worden. Selbst dieses Remake ist ja schon 20 Jahre alt und damit im Prinzip auch schon fast ein Oldtimer, zumindest ein Youngtimer. Und es ist ein fantastisches Spiel. Sid Meier, ihr kennt ihn natürlich auch von fantastischen Spielereien wie Civilization oder auch Colonization. Das steht natürlich für Qualität. Wir springen direkt mal rein und spielen das Ganze hier auf GOG. Da gibt es ja viele so Retro-Titel. Wir spielen Sid Meier's Pirates und gucken uns erstmal an, was da so passiert mit uns als Charakter. Wir sehen hier eine adelige Familie bei einem pompösen Festmahl. Their fleet was due to arrive in the morrow. Also morgen sollte die Flotte kommen und die sollte Güter bringen, die man dann veräußern kann, um die Schulden zu bezahlen, die man bei den Leuten hat, die jetzt durch die Türe brechen. Der Marquis. Und die Flotte ist leider in einem Sturm gesunken und jetzt will der Marquis die Schulden eintreiben. Und was passiert, wenn man kein Geld hat? Man nimmt sich, was da ist, an Gütern und auch an Menschen, die jetzt zu Sklaven gemacht werden sollen. Und das sind wir. Und wir entkommen dem Marquis und seinen Schergen, rennen hinaus in den strömenden Regen mit nichts als Wut im Bauch und müssen dann zusehen, wie hier unsere Familie in die Sklaverei abtransportiert wird von diesem Schweinemarquis. Zehn Jahre später. Wir sind ein erwachsener Mann. Und wie es sich gehört, werden wir natürlich jetzt Pirat. Daher auch der Name Pirates. So, wir wollen jetzt in die Americas, also ins neue Land. So, wir sind natürlich jetzt, wir nennen uns mal, wir heißen Wilbald Pirat, Wilbald Freibeuter, Wilbald Schuldenfrei, Wilbald Debtfree. Wilbald Debtfree finde ich gut. Oh, Wilbald Entern wäre auch super. Wilbald looten, ja, ist auch sehr gut. Wilbald entern. Oh, Wilbald entern, das finde ich fast noch besser als Wilbald Debtfree. Wilbald kapern ist auch super. Wilbald kapern. Schreibt man kapern mit Soja, ne? Kapern ohne R, oder? Das Kaperschiff? Oder schreibt man es mit S? Schreibt man kapern? Schreibt man das so? Oder sind das die Kapern, die in die Königsberger Klopse kommen? Ne, das schreibt man auch so, oder? Ich habe keine Ahnung, er wird dir zugeschrieben. So, Experience, Apprentice, Journeyman, Adventurer, Rogue oder Swashbuckler. Wir wollen es uns jetzt nicht unnötig schwer machen. Skillet Fencing, also Fechten, Gunnery, Navigation, Medicine und Charm. Wir machen mal Fencing. Startdate, 1660, The Buccaneer Heroes. Die Piratenhelden, Freibeuterhelden. Machen wir mal, lass uns jetzt mal so, um reinzukommen. Ah, habe ich da die Lücke nicht? Achso, warte. Name. So. Ah. Ja, da war die, fehlte die Lücke. Wir machen es uns jetzt mal leicht. Komm, vielleicht Journeyman. Bisschen besser. So, und dann machen wir Fencing. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Weil das ist ein sehr wichtiger Skill. You need to sign on a part of the crew. Ja, jetzt müssen wir erstmal uns eine Crew zusammenstellen. So. There be French, Spanish, Dutch and English ships looking for able-bodied lads such as yourself. Take your pick. Also,
Jetzt haben wir hier verschiedene Fraktionen und das ist so ein bisschen, wie es halt damals war. Ne? Die Kolonialmächte waren halt die Franzosen, die Spanier, die Niederländer und die Engländer. Und jetzt können wir uns aussuchen, für wen wollen wir jetzt ins Becken springen. Super Mario sagt auf jeden Fall, ich soll bitte nicht die Spanier nehmen. Okay, weil die zu einfach sind. Dann nehmen wir nicht die Spanier, dann nehmen wir halt einfach die Niederländer. Der ist halt da hinten in der Ecke und da heuern wir jetzt an. So, die Überfahrt aus Rotterdam, nehme ich mal an, werden sie losgesegelt sein. Ist beschwerlich, wir müssen das Deck schrubben. Wir sind hier den Repressalien und Launen des Kapitäns ausgesetzt. Jetzt will der auch noch unser Familienerbstück klauen. So, was passiert, wenn Captains so scheiße sind? Es gibt eine Meuterei. Denn wir sind nicht der einzige Matrose, der hier gebeutelt und geschunden wurde. So ist es bei den Piraten. Eine gute alte Piratenregel sagt ja auch, der Captain kann jederzeit abgesetzt werden, wenn er sich nicht vernünftig verhält. Sieht aber auch schon so richtig schurkig aus, der Typ. Und wir haben ihn besiegt. Da liegt er uns zu Füßen. Aber wir sind gnädig. Wir setzen ihn in einer kleinen Schaluppe, nicht mal eine Schaluppe, in einem kleinen Beiboot aus. Ist ja alles schon passiert damals, ne? Es gibt ja auch diese Geschichte Meuterei auf der Bounty. Es war schon sicherlich kein Einzelfall, dass der Kapitän und seine Getreuen dann einfach mal sich selbst überlassen wurden mit einem Ruder in der Hand und einer Nussschale unter dem Po. Unser großes Ziel ist es natürlich, unsere Familie aus der Sklaverei zu befreien und Gerechtigkeit wirken zu lassen auf den Marquis. Aber vorher müssen wir uns einen Namen machen. Das ist jetzt Curaçao, das ist die Hauptstadt der niederländischen, oder ich weiß nicht, ob es die Hauptstadt ist, es ist eine Niederlassung der Niederländer sozusagen. Also jetzt haben wir verschiedene Optionen. Erstmal the Dutch, doch das Capital of Curaçao, Population 4000, ist clean and prosperous, also sauber und wohlhabend. Die wealthy merchants of Curaçao are usually looking for spices and sugar to transport back to Europe. So, also die wollen Gewürze und Zucker nach Europa zurückfahren, um das zu handeln. Jetzt können wir erstmal mit dem Governor sprechen. Wir können in die Taverne gehen. Wir können Handel betreiben. Wir können mit dem Shipwright sprechen. Da können wir unser Schiff reparieren und neue Kanonen dafür kaufen. Das ist die Revenge. So heißt das Schiff passenderweise. Können wir aber noch nicht viel machen. Wir können in der Taverne Gespräche suchen oder auch Crews anheuern. It's rumored that there is a skilled carpenter on board the Barcelona. I believe she's a Spanish pinnace bound for Curaçao, the barmaid whispers. Also wir können einen Carpenter, Tischler finden auf dem Schiff Barcelona. Wir sind hier, okay, da ist die Barcelona. Die können wir natürlich jetzt versuchen zu fangen. Müssen wir nach Süd Osten segeln. Spanish Pinnace for Curaçao. Okay, danke für diese Information. Dann haben wir hier eine Crew. The locals are mostly content, yet the eager band of 25 men offers to join your current crew of 40. Ja, alles klar, die nehmen wir. Jetzt ist unsere Crew aufgefüllt. Und mit dem können wir noch sprechen. Der will uns aber, glaube ich, nur was verkaufen. Oh, the mysterious traveler offers to share with you information from his recent visit to Nombre de Dios. Ja, erzähl mal. Nombre de Dios, information, Nombre de Dios, is a modest Spanish stronghold. The town has a population of 2,600 farmers. The town garrison consists of 360 soldiers. Merchants here will usually trade only with reputable Spanish sailors. The shipwright can supply copper plating. Okay. Dankeschön für die Information. Jetzt können wir auch wieder rausgehen. Jetzt können wir mit dem Governor nochmal sprechen. Hallo, Governor. My dear Mr. Wilbert Carpon, please come in.
You may be interested to know that we are at war with the English, evil Spanish and the perfidious English. I'm pleased to offer a letter of a marque, which authorizes you to plunder and sink the ships of our enemies. Dankeschön. And as this map will show, the nearest enemy city is the Spanish city of Puerto Cabello, which lies a short distance to the south. Also, wir sollten jetzt tunlichst keine niederländischen Schiffe angreifen, nehme ich mal an. Aber wir haben jetzt einen Kaperbrief für, was war das jetzt, Engländer und Spanier oder so? In fact, a juicy Spanish ocean bark was seen this morning headed in that direction. Till next time, Mr. Wilbald Carpan. Ja, so war das ja früher, ne? Die großen Kolonialmächte waren verfeindet und haben dann so Stellvertreterkriege geführt, indem sie Piraten mit Kaperbriefen ausgestattet haben, was halt eine Legitimation war, die Schiffe der anderen Fraktionen anzugreifen, auszurauben, zu versenken, was auch immer man wollte. Okay, jetzt können wir eigentlich direkt losfahren. Sail away, sail away. Und das steuern. Jetzt steuern wir hier unser. Welches ist das? Die Curaçao. Können wir die angreifen? So, was hat die denn? Guck mal, wir haben 8 Kanonen, 65 Männer und die Spanish Ocean Bark Ray Carlos hat nur 4 Kanonen. Jetzt greifen wir die direkt mal an. So, jetzt können wir hier erstmal. Wir sind ein bisschen kleiner, aber ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier die Kanonen aufs Ziel bringen. Oh, das war gar nicht schlecht. Ich habe getroffen. Wir sind hier das wesentlich kleinere Schiff. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben trotzdem. Oh, gute Treffer hier. Und ich bediene. Oh, der will abdrehen oder was? Ich bediene hier unten das. Oh, wir treffen richtig gut. Das Kanonenfeld. Der will abdrehen. Oh, das war überhaupt nicht gut. So, hier unten sieht man, dass die Pistolen nachgeladen werden. Und hier über dieses Feld ist, kann man sicherlich auch mit dem Nummern-Dings. Oh, okay, das war überhaupt nichts. Kann ich das Schiff. Also, ich steuere es natürlich mit den Pfeiltasten, aber hier mit diesem. Mit der Maus kann ich das denn. Also, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir. Ah, okay, wir sind. Wir treffen überhaupt nicht. Wir müssen es erstmal überholen. Warte. So, jetzt. Volle Breitseite. Oh, genau, stecken wir fest? Oh Gott, Schiff, sind wir an Land? Nein, kann das, beeil dich! Okay. Ich glaube, wir sind so leicht auf eine kleine Sandbank aufgelaufen, haben nicht aufgepasst. Ist das hier Fracht? Können wir die aufheben? Lange Verfolgungsjagd. Und jetzt müssen wir natürlich gleich, das war Quatsch, zum Entern kommen auch. Er versucht jetzt abzuhauen. Ah, wir haben ihn gefangen, okay. Also nach ein paar Treffern mit den Kanonen können die sich halt auch ergeben. Alternativ wäre gewesen, dass wir sie entern, dann wäre es zu einem Kampf gekommen. So ist es natürlich besser, weil wir sie jetzt quasi kampflos erobert haben und unser Mut, unsere Courage hat den Feind beeindruckt. 9 der Seeleute wollen sich unserer Crew anschließen und wir lassen sie natürlich das auch tun. So, jetzt wollen wir schauen, was haben die denn hier? Ein bisschen Food, ein bisschen Luxuries, ein bisschen Spices und sehr viel Sugar. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und auch das Gold. Und wir behalten aber auch das Schiff. Wir sehen hier Hull Damage, also sehr stark beschädigt durch die Kanonenschüsse, die wir niederregnen lassen haben auf das Deck. Und auch die Segel sind beschädigt. Aber wir nehmen trotzdem dieses Schiff. Wir können es auch versenken. Aber wir behalten das jetzt einfach mal. Und das ist jetzt hier bei uns im Schlepptau. Oh, guck mal hier, die können wir jetzt direkt. Ah ne, okay, wir haben das Schiff nicht mehr bekommen. So, jetzt können wir zum Shipwright gehen. Und hier sehen wir jetzt das Schiff, was wir erbeutet haben. Also erstmal die Revenge. Wir haben auch ein bisschen Sail Damage bekommen. Also die Segel haben ein bisschen Schaden. Das können wir für 48 Gold erstmal reparieren. Wir können jetzt Upgrades machen mit dem Schiff hier. Wir können Copper Plating machen. Für 500 Gold haben wir dann eine bessere Panzerung. Wir können erstmal schauen, was wir jetzt hier haben. Für 375 Gold können wir dieses stark beschädigte Schiff, die Rekalov, die 80 Tonnen laden kann, reparieren. Wir können es auch für 10 Gold verkaufen. Und ich entscheide mich jetzt aber mal, das Schiff zu reparieren.
Und dann behalten wir das. Wir können aber sowieso immer nur mit einem Schiff angreifen. So, jetzt gehen wir mal zum Merchant und gucken mal. Also hier kostet Food 6 Gold. Das ist, glaube ich, relativ teuer. Man kann das auch günstiger kaufen. Wir können hier unser Sugar, unseren Zucker verkaufen für 9 Gold. Und wir können die Spices für 22 Gold verkaufen. Ich bin mir nicht sicher. Achso, schneller lenken. Ah, man kann schneller lenken mit dem Copper Upgrade. Ah, okay. Ich dachte, dass wir die Panzerung dadurch erhöhen. Aber Blue Mushu sagt, das erhöht nur das Lenken. Also, ich bin mir nicht genau sicher, wie gut die Preise sind. Ob das jetzt 22 Gold für Spices viel ist. Wir haben jedenfalls 10 Tonnen gelagert. Da können wir quasi richtig was loswerden. Deswegen, ich verkaufe das mal. Wir merken uns mal die Preise. Ob das jetzt gut ist oder nicht. In diesem Hafen, hier in diesem niederländischen Hafen, kriegen wir 22 Gold und 9 Gold für Sugar. Auch das hier weg, alles weg. Ich will jetzt nicht Sell All machen. Ich will ja schließlich mein Food will ich behalten. Ich weiß nicht, wenn ich Sell All mache, wird er wahrscheinlich auch mein Food mitverkaufen. Deswegen, ich verkaufe mal alles, was wir hier haben. Die Kanonen behalten wir. Ich kann aber, ne, ich kann keine weitere kaufen. Und dann verkaufen wir unsere Luxuries. Verkaufen wir jetzt auch mal. Brauchen wir alles nicht. So, jetzt haben wir sehr viel Gold. Und behalten wir für 4 Monate haben wir noch Nahrung. Das muss doch eigentlich reichen. Nice. So, jetzt können wir mal mit dem Governor sprechen. Ist der vielleicht zufrieden mit uns, weil wir... As you know, we are at war with the evil Spanish and the perfidious... Ja, okay, das hat er gerade schon gesagt. Ah, I understand that recently you captured a Spanish ocean bark. Excellent, the king will be pleased, soon he will be promoted to captain. Next time, Wilbert. Also der ist sehr zufrieden mit uns. Und jetzt können wir nochmal kurz gucken, ob wir hier... The shipwright offers to upgrade your ship with copper plating. Turn more quickly. Okay, da steht's auch. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Ich finde natürlich Kanonen eigentlich besser, aber... Alles, was das Schiff upgradet, ist jetzt nicht so schlecht für uns. So, dann sailen wir away. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier 2 Schiffe. Das ist auch... Die gucken wir uns mal an hier. Oh, die ist ein richtig schweres... Was hat die denn? 8 Guns. Ja, die versuchen wir anzugreifen. Also die Maria Galande hat 8 Kanonen, 44 Männer. Und wir können jetzt auch das Flaggschiff wechseln, mit dem wir angreifen wollen. Wir haben jetzt ja immer noch unser Standardschiff, die Revenge. Aber wir lassen das mal und greifen die jetzt einfach mal an. Das können wir, glaube ich, schaffen. Die ist deutlich größer, aber natürlich auch schwerer. Oh, ich drehe mich hier in die Kanonen rein. Ne, gut ausgewichen. So. Mal gucken, ob ich treffe. So, wir sind natürlich viel besser im Navigieren. So, das war ein Treffer. So, unten 8 Kanonen sind geladen. Oh, ja, er hat mich auch getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Das ist blöd. So, das war unser Volltreffer. Dann... Oh, 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 oh. Jo, da haben wir ein bisschen was vorne getroffen. Wir drehen ihm die Seite zu. Jetzt können wir gleich... sie geben uns schon das Kapitänsschwert in die Hand. Auch die ergeben sich jetzt. Das war eine sehr, sehr schwer beladene Galeone oder was war das? Also 8 Segelleute. Ich meine, ich sag, 8 Seemänner wollen sich uns anschließen. Ja, klar, die nehmen wir. Und ich gehe davon aus, guck mal hier. 31 Tonnen Spices. 25 Tonnen Nahrung, das ist fantastisch. Was ist das, eine Galeere? Steht das hier irgendwo? Was das für eine Kategorie ist? Aber das ist ja ein riesen Oschi, den behalten wir auf jeden Fall. Die hat auch nicht so viel Damage genommen. Also wir nehmen erstmal alles, was wir haben und behalten das Schiff. Und jetzt könnten wir eigentlich, weil wir direkt am Hafen sind, nochmal schnell zurück und uns einmal reparieren und gucken wir uns mal an, was wir da für ein Schiff bekommen haben. Eventuell
ergibt es auch irgendwann Sinn, das Flaggschiff zu wechseln, weil wir vielleicht da auch mehr Kanonen drauf kriegen. So, dann lass uns mal erstmal mit dem Shipwright gucken, was wir hier so Schönes haben. Also das ist die Ocean Bark, die Ray Carlos und das ist das neue, eine Galeone da. Eine Handelsgaleone, die kann 120 Tonnen transportieren. Und wir müssten sie jetzt aber für viel Geld reparieren, aber ich glaube fast, dass sich das lohnt. So, jetzt haben wir die repariert. Da passt natürlich jetzt viel rauf, ne? Ich weiß nicht genau, kriegen wir hier auch Kanonen rauf eigentlich? Weiß ich nicht. Die können wir jetzt auch für 600 verkaufen, aber ich würde sagen, wir nehmen die einfach mal mit. Die Galeone. Umbenennen können wir das Schiff nicht. Ja, es läuft doch eigentlich gut. Dann machen wir Continue, dann können wir nochmal mit dem Merchant sprechen. Hat sich der Preis... Oh, guck mal jetzt hier, Spices werden jetzt für 24 Gold verkauft. Also da hat sich nochmal der Preis erhöht. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ich kann's, mir fehlt noch die Fähigkeit, das hier einzuschätzen. Ich werde jetzt hier erstmal die ganzen Spices verkaufen und richtig Geld machen. Sehr gut, wir haben für 7 Monate Nahrung, das ist fantastisch. Lass uns mal gucken. Oh ja, wir müssen unser Hauptschiff natürlich nochmal reparieren, ist klar. Oh, und das hat auch ein bisschen was abbekommen. Sehr gut. Dann könnten wir jetzt auch nochmal die Taverne besuchen. Und wir könnten hier neue Leute anheuern. Wir könnten... A mysterious threat offers you to sell a part of a secret map showing the location of the pirate Bart Robert's buried treasure. Also wir können jetzt für 300 Gold eine Schatzkarte finden, kaufen. Wir machen das einfach mal, weil wir wollen ja das Spiel spielen. Und machen uns nicht so viel Gedanken darüber, ob das sinnvoll ist. Hier angeblich ist der Treasure Inca Tempel, okay. Das merken wir uns. Hier ist dein Gold. Das war teuer. Wir können jetzt auch Crew anheuern. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche brauchen. Wir könnten nochmal mit Sie Weiß immer Bescheid. It's rumored that there's a skilled Cooper on board the Hombre Ahogado. Bound for Curaçao. Okay. Den Namen merken wir uns. Hombre Ahogado. Will nach Carus Curaçao. Okay, vielleicht können wir die ja abfangen. Lass uns mal direkt wieder raussegeln und dann gucken wir mal. Ich glaube, die wollte hier oben lang, ne? Wir fahren der mal entgegen. Ich glaube, die kam... Was ist das? Ne, das ist ein Dutch. Ein englisches, niederländisches Schiff. Das greifen wir natürlich nicht an. Und... Sieht auch nice aus, was wir hier schon... Für eine Armada. Oh! Knife Cap. Wir wollen hier nicht auf Grund laufen. Guck mal, hier ist schon... Seichtes Gewässer, da werden wir dann auch instant langsamer. Was ist das? Spanish! Ja, sowas von. Du gehörst uns. So, was hat die? Oh, okay. Wir haben 10 Kanonen. Die Trade Galeone hat 12 Kanonen, aber nur 38 Männer. Wir werden die jetzt angreifen und hoffentlich komplett platt machen. Okay, die erste Salve hat überhaupt nicht funktioniert. Ich versuche. Na, fuck. Oh. Okay, der hat mich, glaube ich, ein bisschen befürchtet getroffen. So, jetzt haben wir Breitseite. Er hat mehr Kanonen als wir. Wir müssen mal gucken, dass wir ihn ausmanövrieren. Oh, die treffen wir überhaupt nicht. Mega lame. Und gegen Erdruck. Okay, wir müssen ihn jetzt angreifen. Oh fuck. Oh fuck. Okay, wir müssen jetzt irgendwie in die Meuterei hier, in diesen Modus kommen, weil wir haben mehr Männer als er und er hat uns jetzt ein paar Mal getroffen. Unser Schiff dürfte beschädigt sein. The ship collides with a mighty crash as your crew rushes to attack. The enemy captain approaches with his sword drawn. Select your weapon. So, jetzt können wir zwischen drei Waffen auswählen. Das Langschwert, den Rapier, was Cutlass ist das, glaube ich, so ein breiteres Schwert wahrscheinlich. So ein Fleischerbeil-artiges Ding, bin mir nicht sicher. Die haben drei unterschiedliche Talente, diese Waffen. Versatile, also vielseitig. Quick Attack ist der Rapier.
Und Cutlass ist eher für die Verteidigung, also eher so zum defensiven Spielen. Wir nehmen jetzt mal das Longsword, weil das kann, glaube ich, beides ein bisschen. So, und jetzt müssen wir gucken. Warte, wo ist... ich kann gar nicht parieren, Mist. Aber wir treiben ihn nach hinten an die... Okay, das hat er gekontert, das war Mist. Oh, okay. Zack. Wir können parryen, wir können taunten, aber... Okay, ja, er macht das nicht so schlecht. Oh, jetzt hätte ich... Ah, oh, Mist. Parry, ich muss mal parryen, wenn er das macht. Also der Kampf ist weniger eintönig als Parry, ja, das vom... Ah, wir haben ihn besiegt, sehr gut. Also über dieses Eingabefeld, ihr seht das nicht so hundertprozentig, weil ich da ein bisschen im Wege bin, aber da man kann halt hochspringen, parryen, man kann eigentlich, meine ich, auch ausweichen. Aber auf die Art und Weise haben wir jetzt dieses Schiff erobert. Und was kriegen wir? Wir kriegen, oh, alter Schwede, 56 Tonnen Goods und die Guns, also wir bekommen alles. Das Schiff ist relativ stark beschädigt. Wir haben doch gut getroffen. Aber wir behalten sie natürlich. Wir nehmen erstmal alles mit. Und dann würde ich vorschlagen, weiter. Jamestown, ich bin mir nicht sicher, ob Jamestown jetzt noch geil, also ob die so gut auf uns zu sprechen sind. Ich will einmal kurz gucken, was das hier so kostet. Ob es eventuell hier alles ein bisschen teurer ist für uns. Wir können ja auch nichts mehr upgraden. So, das kostet hier 360 Gold, das zu reparieren. Santo José de Cadiz. Bin nicht sicher, ob das hier deutlich teurer ist, ehrlich gesagt, als in unserem... Der Spanier hat all seine Crew verloren. Ja, fantastisch. Um ehrlich zu sein, haben deine Männer ihn besiegt. Ja, okay. Meine Männer haben ihn besiegt, während ich mit ihm im Einzelkampf nicht so glorios abgeschnitten habe, aber dafür haben wir ja halt auch viel Männer an Bord gehabt. Das war ja die Idee, ne? Er hatte mehr Kanonen, aber wir hatten mehr Männer. So, lass es mal. Wir reparieren das jetzt mal hier. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das hier deutlich teurer ist oder ob das keine Rolle spielt. Was kriegen wir für das Schiff? 360 Gold, ja, das ist natürlich echt voll wenig. Dann lass uns mal gucken, was wir hier für Preise kriegen. Okay, die sind deutlich... Ne, hier kaufen wir gar nichts. Luxuries. 11 Gold. Ne, ich glaube die Preise, ich weiß nicht, ob das für alles gilt, aber wir können 3 Gold. Wir kaufen mal die Kanonen. Und ansonsten schauen wir erstmal, was das, was ich in dem anderen Hafen dafür kriege. Wir können auch mal mit dem, ist der sauer auf mich vielleicht? I have been appointed as the new governor of Nassau. I have big plans for economic growth. Wilbald Carpenter, I assume you will protect my ship from harm as I travel to assume my new duties. Mach ich das? You are here? Okay, wo will er jetzt denn hinfahren? Relativ weit weg. Ja, wir können, wie gesagt, da noch ein paar Leute hier... Ah, da ist niemand mehr da, okay. Divide the plunder. With great anticipation, the loot is divided among the crew. Each man angrily takes a paltry 6 gold as a share. You'll be able to keep your flagship revenge. As journeyman captain, your 10% share of the loot comes to 50 cents. Warte mal, macht das Sinn, das jetzt schon zu machen? You'll be able to keep your flagship revenge as journeyman captain. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen muss, ehrlich gesagt. Wir wollen erstmal wegfahren. Alter, was wir hier für eine riesige Armada haben. So, ich muss den jetzt nach Norden bringen, ne? Oder? Der fährt mir der, ich weiß gar nicht genau. Wir sind hier, wo soll der denn jetzt hin? Fuck, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Hat er nicht gesagt nach Norden? Ja, mit so einer Geleitmission. Einfach mal gemacht. Ich glaube, wir müssen nach Norden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
kann ihn auch angreifen jetzt, glaube ich. Quest. Ne, das ist... Ja. Fuck, ich weiß nicht, wo ich hinsegel. Kann ich da mal... Vielleicht, warum kriege ich hier keine... Informationen? Ich glaube, wir müssen nach Norden. Ich kann jetzt hier auch nicht groß rumzoomen oder... Ah, doch, warte. Okay, so geht das. Also, wir müssen nach... Warte mal. Also, wir sind hier... War das Port Royal, Santiago, Porto... Okay, wo wollten wir jetzt nochmal hinfahren? Das ging ein bisschen schnell. Da, Nassau. Boah, da haben wir einfach richtig einen langen Weg vor uns. Also erstmal nach Norden leicht westlich. Was eine Armada ich habe. Ich greife jetzt mal nichts an, das ist jetzt mal eine kleine Escort-Mission. Los, Wind. Puste in die Segeln. Das dauert ja noch ewig. Wir sind einfach Ewigkeiten unterwegs. Wir müssen hier uns da durchschlängeln. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich das Spiel jetzt auch nicht zum Umfallen gespielt habe, ob es sinnvoll ist, die Schiffe zu behalten, weil man dann zum einen nicht nach jedem Kampf reparieren muss, weil man das Flaggschiff wechseln kann, weil die mehr Laderaum haben und ich dann die Möglichkeit habe, mehr zu transportieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich mache jetzt mal nichts anderes. Außer das Schiff. Waren nicht 6 oder 7 Schiffe Max, kann gut sein, ja. Zu eskortieren. Habt ihr eigentlich so ein leichtes Rauschen gerade? So. Die lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube, wir müssen hier nach Norden. Los, beeil dich. Wind. Wir gucken nochmal auf die Karte. Genau, wir sind hier. Wir umsegeln jetzt hier diese Nase und dann versuchen wir hier durchzukommen. Und dann nach Nassau müssen wir ja meinen. Also hier fahren wir mal so durch. Solange die Nahrung reicht. Ja, wir haben noch 6 Monate Nahrung, das passt schon. Wenn nicht, muss ich irgendwas... Oh, wir müssen jetzt... hier lang. Wir haben 6 Monate Nahrung noch, das sollte reichen, sonst müssen wir irgendwo auf dem Weg anhalten. Und wenn wir kurz vorm Verhungern sind, breche ich meinen Vertrag. Und dann werde ich den neuen Governor, der ist ja eh Engländer, dann wird der einfach dran glauben müssen. Hier, wir können dann auch zur Not irgendwas anderes vielleicht noch aufreiben hier. Pirate Privateer. So. Ich lass dich in Ruhe, wenn du mich angreifst, dann werde ich dich natürlich vernichten. Der Wahnsinn. Okay. Der greift mein Schiff hier an. So, also. Which ship shall we attack with our flagship Revenge? Natürlich den Pirate Brig Adventurer.
Der hat 76 Mann an Bord und 16 Kanonen. Da müssen wir natürlich jetzt gucken. Könnte ein bisschen schwierig sein. Aber was sollen wir machen? Drehen wir einmal bei, geben ihm eine Salve. Jetzt hat er nämlich, glaube ich, gar keinen Bock mehr auf uns. Das ist ein reines. Und hier ist sehr shallow water. Das mache ich ihn komplett kaputt. Oh, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Oh, ist das jetzt ein Getänzel? Oh Mist, das war dumm. Autsch. Au, 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 au. Oh fuck. Oh fuck, ich hänge hier fest. Okay, boah, ich glaube, das könnte ein Problem werden. Ah, verdammt. Jetzt. Ich bin schneller als er, oder? Oh. Komm jetzt ins Feuer rein. Ah, Mist. Da war ich nicht schnell. Nein, ich hab verloren. Oh, oh, oh. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben es komplett verkackt. Scheiße. Okay, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das war leider sehr blöd. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes. Wir müssen mal irgendeinen. Aber wir haben alle Schiffe verloren. Oh Gott, das war ja überhaupt nicht gut gerade. Wir können auch Tortuga reisen. Müssen wir umdrehen. Komm, wir müssen mal. Wir drehen um. Reisen nach Tortuga. Oder nee, hier ist noch besser. Da ist es ja ein Dutch Settlement. Okay, das Kämpfen war natürlich jetzt auch noch nicht besonders smart. So, lass mal gucken. Wir haben. Oh Gott, wir haben wieder einfach nur unser Ausgangsschiff. Können auch nichts damit machen. Wir haben ein bisschen Nahrung, wir haben 100 Gold. Es ist einfach alles. Wir müssen quasi von Null anfangen, weil wir einmal verloren haben. So ist das Piratenleben. So ist das Piratenleben leider. Aber eine Kanone kostet gerade mal ein Gold. Wie viel kann ich denn? Ich nehme 20 Kanonen, die ist doch voll gut. Ein Gold nur kostet, die ist super günstig. Dafür ist Food halt teuer. So, brauchen wir hier noch neue Leute? Wie sieht's an? Ne, ist niemand da gerade, schade. Ja, wir müssen einfach. Ich glaube, der wird ja auch nicht besonders begeistert sein. Oh nein. Jetzt muss ich den nach St. Martin bringen, im Osten. Na gut, alles klar. Dann
Uiuiuiui. Oh, in die Sturmfront. Lass mal die Sturmfront im Segel hier. Ah, so schnelllebig ist das Piratendasein, ne? Will die mich angreifen, die Barke? Nee. Gute Entscheidung. Shark Point. So, warte da mal kurz auf die Map gucken. Wir müssen nach... Hat mir gesagt Tortuga? Ich einfach mein Gehirn. Ich glaube nach Tortuga, oder? Wollte er? Lassen Sie bitte das... Ja, lassen Sie das in Ruhe, danke. Ah nee, St. Martin war das, genau, St. Martin. Es ist ja auch völlig sinnvoll, weil er ja auch ein Niederländer ist. Das ist ja völliger Quatsch. Oh, wir müssen richtig weit in den Osten fahren. Oh, scheiße. Oh, ist das ein... Nee, das ist da einfach an den französischen Schmuggler. Oh, geh weg. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich meine, obwohl, das ist ja... Können wir locker machen, gar kein Problem. Komm mir nicht blöd, French Smuggler. Wir wollen jetzt einmal was richtig machen. Wobei, wenn einer kommt, bin ich auch vorbereitet. Da habe ich jetzt gar kein Problem. Soll sie doch kommen. The new governor has arrived. Wir müssen richtig lange fahren. Das dauert lange. In der Taverne links oben gab es ab und zu Gegenstände. Das stimmt, aber wir haben kein Geld, weil wir alles verloren haben. Auch unsere Bekanntheit ist auf Null. Ja, wir haben auch keinen Bock auf Kämpfe. Die meisten fürchten sich vor uns, was auch gut ist. Denn trotz dieser schmachvollen Niederlage haben wir immer noch einen großartigen Ruf. Friendly Jesuiten-Mission. Mhm. Wir wollen ja nicht in die Felsen. Was seid ihr für Leute hier? Spanish Raider. Ja, komm doch, ich mach dich platt. Trau dich doch. Kein Interesse, uns zu schaden. Obwohl, was ist das für eine Verfolgungsjagd? Was wird das jetzt hier? Da sind wir die Sturmfront umfahren. Aber da gibt es richtig Wind in die Segel. Geil. Oh, wir müssen noch eine ganze Weile segeln. Wir beschützen den jetzt diesmal ein bisschen ernsthafter. Ich habe mich, glaube ich, etwas überschätzt. Das ist eine schöne Sturmfront. Da kann man ja auch beschleunigen, ne? Es juckt mich ein bisschen, den anzugreifen. Ich bin ja Pirat, ne? Und Piraten wollen... Na! Okay, alles klar. Jetzt haben wir ein Problem miteinander. 16 Gar... Ach du Scheiße. Fuck. Okay. Ich sehe meine Karriere als Pirat schon wieder dahin gehen. So, ich will ihn auf Distanz halten. Meine einzige Chance ist, ihn auszumanövrieren. Fahr, kein Wind. Kein Wind in den Segeln. Oh, fuck. Out of range. Abdrehen. No. Das war überhaupt nicht gut. Shit, beidrehen. Oh, fuck. Wir müssen einfach schnell sein. Okay, das war mal ein schöner Treffer.
Wir haben nur eine Chance, wenn wir ihn komplett aus. So, das Gefecht dauert schon verdammt lange. Scheiße, das war überhaupt nicht smart. Nein, nicht gut. Oh, ich kämpfe gerade nicht gut. Okay, das hat getroffen. Tag ist angebrochen. Das ist ein sehr viel längeres Gefecht. Oh, shit. Sehr gut, der hat getroffen. Der war Mist, der Schuss. Oh, aber wir haben eine Mission jetzt hier gerade. Wir können nicht einfach abhauen. Ich habe zu wenig Kanonen auch. Das war, glaube ich, ein Treffer. Die fährt er nicht. Hallo? Fahr, kein Wind in den Segel! Aber getroffen. Fahr doch, verdammte Scheiße! Ich kann hier manövrieren! Er will mich entern! Nein! Weg, das war's! Keine Chance. Ja, ich habe keine Chance, glaube ich. Ich habe noch nicht gecheckt. Ich noch besser machen. Ich habe schon wieder meine Piratenkarriere weggeschmissen. Hände hoch! So, jetzt sind wir im Knast. Gegen unseren Willen einfach eingekerkert, in Ketten gelegt. In Santo Domingo Prison. Jetzt müssen wir hier erstmal unsere teure Lebenszeit absitzen. Also wir können jetzt versuchen rauszukommen und das ist ein weiteres Element dieses Spiels. Jetzt schleichen wir uns hier nämlich raus und müssen gucken, dass wir jetzt den Häschern nicht in die Arme laufen. Es gibt hier irgendwo so Pfeile, die mir die Richtung anzeigen. Wir können auch so hier über Mauern klettern. Genau, da ist ein Pfeil. Wir können auch ein bisschen schneller laufen. Ist natürlich nicht ungefährlich. Da sehe ich schon eine Lampe. Ah, das sind noch meine Freunde. Da sind sie. Wir haben es geschafft. So. You escaped the clutches of your captors to enjoy a happy reunion with your crew. Ja, aus irgendeinem Grund haben wir es jetzt hier geschafft. Wir haben einen Monat Essensration. Wir sind komplett im Arsch. Unser Schiff ist kaputt. Wir können uns die Reparaturen nicht leisten. Haben wir überhaupt irgendwas? Fuck. Die wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Wir sind einfach komplett im Arsch. Ich habe kein Geld. Okay, der will nicht mit mir handeln, weil ich ja Niederländer bin. Und wir haben die Spanier ja ganz schön bedrängt schon. Deswegen, glaube ich, können wir nichts anderes machen, als zu versuchen, mit unserer kleinen, kaputten Schaluppe. Was kann der? Boah, wir müssen es probieren.
Aber wir werden wahrscheinlich komplett im Arsch untergehen und... Natürlich jetzt langsam. Er zieht leider raus. Ja, der sitzt gut. Ja, das ist super. Ich glaube, den kriegen wir. Ich glaube, der gibt auf jetzt, oder? Komm, der hat doch nichts mehr. Hey. Hallo? Hallo? Der will abhauen, der hat nichts mehr. Zero Guns. Jetzt komm. Fahr. Wir sind auch ziemlich im Arsch. Aber wir haben 6 Knoten, er hat nur 3 Knoten. Komm, der muss doch jetzt aufgeben, oder? Der versucht jetzt zu flüchten, er hat keine Gans mehr. Ich muss den auch jetzt einfach so kriegen können, ohne Kämpfe. Komm jetzt. Ja, genau. Dankeschön. Oh, das war wichtig. Wir nehmen natürlich die Leute. Okay. Wir haben ein bisschen Nahrung bekommen und Goods. Und wir nehmen einfach alles. Das ist komplett im Arsch, aber ich habe kein anderes Schiff, ich behalte das. So, und jetzt muss ich gucken, dass wir irgendeinen Hafen, einen freundlichen Hafen ansteuern. Wir sind da. Also die wollten ja nicht mit uns handeln. St. Martin ist ein Nagel. Und hier ist Curaçao. Wir können einfach nach Süden, nach Curaçao gehen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir könnten vielleicht auch nach. Also die wollten uns ja, glaube ich, wir könnten vielleicht hier hin. Das sind ja, wir haben Franzosen noch nicht so oft geplündert. Ich glaube hauptsächlich Spanier. Lass uns mal versuchen, nach Westen, vielleicht nach Petit Goave zu segeln und da Vorräte aufzufüllen. Also für einen Monat haben wir noch Nahrung. Ich habe jetzt kein Interesse, nochmal zu kämpfen. Wir müssen zusehen, dass wir den Hafen anlaufen. Ist das schon hier? Nee, wir müssen noch dahinter diese Nase. Aber warte mal, das ist auf einmal. Der war gar nicht eingezeichnet. Das ist ein Dutch Settlement, das ist ja perfekt. Wieso war das denn nicht eingezeichnet? Da! Ha, geil! Ja, perfekt! Oh, genau, freundlicher Hafen. Oh, das haben wir uns gerade aber in letzter Sekunde hingeschleppt. Fantastisch. Also erstmal brauchen wir... Oh, Nahrung ist teuer. Ich glaube, der Preis für Goods ist nicht besonders hoch. Aber wir müssen jetzt hier Nahrung aufnehmen, auch wenn das lächerlich teuer ist. Dann... Können wir hier ein bisschen wieder Geld machen? Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein guter Kurs ist, aber wir sind dazu gezwungen. Wir verkaufen das. Achso, er hat kein Gold mehr, lol. Jetzt hat er wieder Gold. Okay. Wir müssen jetzt ganz dringend unser Schiff reparieren. You will need to dispose of 21 tons of cargo. Nee, das können wir nicht bringen. Dann lass uns das mal ruhig reparieren. Nee, es transportiert ja auch Waren, die wir haben.
Okay, wir sind jetzt erstmal repariert, das ist das Wichtigste. Ja, was mach ich denn hier? Was sagt er denn? Ist er beleidigt? Oh nein, er will wieder irgendwo. Curaçao. Oh, okay. Ja gut, das können wir machen, alles klar. Curaçao ist einfach im Süden, da kommen wir, das ist unser Heimathafen, das können wir gerne machen. Oh. 8 Crewmitglieder haben sich verpieselt. Kann ich ihn auch nicht übel nehmen, ehrlich gesagt. So, wir müssen jetzt einfach nach Süden. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal, den neuen Gouverneur hier zu beschützen. Ich habe zu wenig Mannschaft für 2 Schiffe. Ja, 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 pass auf. Wir fahren jetzt erstmal straight nach Süden. Der Wind ist gut. 9 Knoten. 7 Knoten nur noch. Na egal. Wir werden jetzt allem, was bedrohlich ist, versuchen auszuweichen. Ja, der Franzose kann gar nichts machen. Erstmal schön nach Süden gucken, dass wir nicht vom Kurs abkommen. Das sieht sehr gut aus. Straight nach Curaçao. Dann wird er sich hoffentlich erkenntlich zeigen. Die muss durch den Sturm, aber das schafft sie. Ja, die sind komplett auf Kurs. Was ist das? Na 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 nope 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 nope. Der ist, guck mal hier, der will uns immer noch ans Leder. Aber er ist zum Glück nicht so schnell. Was bist du? Achso, der ist... Das ist Jamestown. Wir fahren aber hier durch. Sind sie vielleicht völlig wahnsinnig? Hier hängen wir unsere Verfolger ab. Die Galeone, da lassen wir auch mal links liegen. Und... Hier verlieren wir natürlich an Tempo, logischerweise. Dann passieren wir diese Insel hier im Norden. Wir bleiben in tiefen Gewässern. Und da ist gleich Curaçao. Sieht so, oh nein, da ist ein dicker Sturm. Wir müssen fahren. Natürlich jetzt Wind auf. Kein Schaden neben dem Sturm. So, hier ist das Ziel. Yay! Die erste Gleitmission! Erfolgreich absolviert, den neuen Gouverneur nach Curaçao gebracht. Und hier können wir vielleicht auch ein bisschen andere gute Sachen machen. So, bist du jetzt happy? As you know, we are at war. The perfidious English and the French. King will be pleased. Oh, in recognition of your service to the Dutch crown, I am pleased to promote you to the rank of captain. Congratulations. As a result, crew recruiting will be easy in Dutch ports. Nice. Und wir kriegen 50 acres on the outskirts of town. Das heißt, wir sind jetzt Landbesitzer. I see by the scar on your cheek that you have been wounded in battle. Perhaps a brief session with my fencing master will sharpen your skills. Ja, lass das mal machen. So, warte. Zack. 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 Okay, da hätte ich jetzt den Parry machen müssen. Zack. Nicht schlecht. Oh, der hat mich getroffen. Ich muss mal checken, wann welcher. Also das ist mittlerer Angriff. So, das ist halt unentschieden. Ich bin ja schneller als er. Eigentlich immer nur, wenn er was macht. Oh, hat nicht funktioniert. Immer wenn er was macht, muss ich eigentlich nur 4 drücken, oder nicht? Aber ich bin ja mit dem Zweifel schneller als er. So. Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Patt-Situation. Ansonsten
Was will er machen? Da hat er mich geparried, zack. Ich bin ja schneller, er kann eigentlich gar nichts machen, das ist ein kompletter Cheatcode. The governor's attractive daughter enters the room. My, Mr. Wilbert Carpen, you're quite a handsome young ruffian. Perhaps when you have achieved the rank of colonel, you could escort me to the Grand Ball. When in town. When in Rome. Ja, fantastisch. Ich bin hier richtig gut aufgestiegen jetzt hier mit unserem eigenen Land. Dann lass uns mal kurz gucken, was kriegen wir hier für die Goods. 7 Gold ist ja relativ lächerlich. Das Essen ist verdammt teuer. Kann das sein, dass es ein miserabler Preis ist? Ich glaube, es ist ein miserabler Preis. Also, wir müssen, ja, weiß nicht, ja. Lass uns nochmal erstmal gucken, ob ich irgendwas kaufen kann. Das repairen wir erstmal. Sollen wir die eigentlich, nee, 18 Tonnen, wir können das uns, wir brauchen die zum Transportieren. Ich würde gerne aber das Schiff ein bisschen verbessern. So, kriegen wir hier vielleicht noch neue Leute? Nee. So, the Spanish have put a price on your head? 2000 Gold Pieces? Alter Schwede, ja, das ist mir zu wenig. Da kann man irgendwas kaufen. Was willst du diesmal geben? Oh, guck mal. This will help with the heart of the governor's daughter and can be ours for only 1650 Gold. Haben wir gerade aber nicht. Schade, das wäre es doch gewesen. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, was Divide the Plunder bringt. Wann ich das machen muss. Wie oft ich das machen muss. Beim Tanzen geht das ohne Numpad nicht mehr. Ja, das kriegen wir ja schon irgendwie hin. Ich mach das jetzt mal. Revert to Apprentice Captain? Nee, Continuous Journeyman Captain. Your health was excellent and as the months pass, you quickly become bored with life on land and so your flagship is refit and a bold crew assembled as you prepare to sail. Ah, ist klar. Ja, ich will weitermachen. Komm. Gibt's jetzt vielleicht noch... Ja, hier gibt's neue Leute. Welcome aboard. Yeah, wir freuen uns. So, was sagt sie? Die Nina, bound for Cartagena, is carrying over 1000 in gold. Oh, okay, die geht nach Cartagena. Is carrying, I believe she's a Spanish coastal bark, the barmaid whispers. Okay, krass, nach Cartagena. So, wo ist... Okay, die muss ja an uns vorbei. An der Küste lang. Wir können ihr entgegensegeln, oder? Die Nina. Ja, lass mal probieren. Ist die schon direkt bei uns, oder ist das jetzt... Okay, let's go, sail away. Wo ist sie denn schon? Warte. Wo ist die Dame? Ich habe die Flagge nicht gesehen. War die noch im Osten? Oder müssen wir... Ich würde jetzt mal nach Westen segeln und versuchen, die zu kriegen. Nueva. Nee, Westen. Okay, wir müssen nach Westen. Also, ich glaube, wir versuchen, sie einzufangen. Der Sturm hier, der gibt uns nur ein bisschen Wind in die Segel. Let's go. Wir müssen sie versuchen, einzufangen. Das ist ein freundliches Schiff. Das ist sie! Ha, da ist die Nina! Let's go, let's go, let's go! Ba, 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 bam! Es ist ein reiner Grain Transport. Wieso hat die denn überhaupt Kanonen? Düt, düt, düt. Oh,
Speer, da habe ich leider völlig von ihm geschossen. Okay, ich treffe einfach nicht. Das war gut. Wieso schießt denn jetzt von da und nicht von. Ah. Was war denn das? Bist du wahnsinnig? So, komm, wer will abhauen? Da mache ich natürlich nicht mit. Den Wind drehen. So, zwei Guns. Und jetzt Todesstoß. So, und jetzt gib mir sofort dein Schwert. So, ja, wir nehmen die. 1100 Gold, das ist ja fantastisch. Was haben wir hier für ein Schiff? Nehmen wir das Schiff mit? Ja, ne? Take all und let's go. So, das haben wir großartig gemacht. Mal kurz gucken, wir sind hier. Hier sind so diese Spanischen, hier ist Curaçao. Das sind drei Arten von Munition, gegen Segel, gegen Crew, gegen alles, ja. Mit den Schiffen ist das wie bei Dark Souls. Die großen sind weniger beängstigend als die kleinen Schiffe, weil die großen kann man locker ausmanövrieren, ja. Also wir können jetzt hier einfach ein bisschen weiter rauben oder wir gehen nochmal kurz zurück nach Curaçao und schauen mal, ob wir mit dem Gold irgendwas machen. Der Hafen ist ja wirklich nahegelegen. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch diese hier. Die Spanier hassen uns. Völlig zu Recht. Hallo? Da. Ja, die können wir locker platt machen. Was sind das für ein schäbiger Versuch hier? Ah, völlig überschossen. Okay, ich bin einfach der schlechteste Schütze der Welt gerade. Ich versuche hinter ihr zu bleiben. Kann sie gar nichts machen. Warum denn so quer? Ich kann ja gar nichts mehr machen. Was willst du noch tun? So. Alter Schwede, wie ich einfach. Das ist echt viel besser. So. Da gibt er mir das Säbel und ich raube ihn aus. Sehr viel Gold, sehr schön. Wir haben richtig viel Nahrung. Oh, richtig viel Zucker. Oh, geil, take all. Gib mir alles. Wir nehmen das Schiff auch mit. Sehr, sehr geil. Jetzt fahren wir mal zurück in den Hafen. Oh Gott, da ist noch eine. Ach du Scheiße, was ist das für eine? Das ist... Ne, wir fahren jetzt mal in den Hafen. Oh, das ist aber... Was ist das für eine? Das ist eine Galeone. 10 Guns. 51 Men. Ne, don't attack. Wir fahren mal nach Hause jetzt. Ach, Curaçao. Was ist das? Treasure Ship. Treasure Ship. Nee, warte, die natürlich nicht, das hier, da, die spanische, oh Gott, ich habe fast aus Versehen die, das niederländische Schiff angegriffen, aber nee, wir greifen natürlich diese hier an, Spanish Treasure Galeone, Don Fernando. Was hat der, oh fuck, 30 Guns, oh, ich bin komplett irre und wahnsinnig, fuck, der wird mich hinrichten, ich muss irgendwie hinter ihn kommen. Ach du Scheiße, ich komm doch nicht. Also ich muss hinter ihm bleiben. Ich darf mich nicht von ihm. Ich darf nicht in seine Breitseite.
Aber er ist ein bisschen schneller, ne? Das war eine voll die dumme Idee. Ich bin so langsam, weil ich glaube, ich einfach komplett... Fuck. Wieso bin ich so scheiße? Out of range. Er will abhauen. Ah. Ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlecht. Geh mal nach Jamestown hier. Ist auch unsere Stadt. Weil er hatte 30 Kanonen, das wäre jetzt eine lange Geschichte gewesen. Wir gucken mal erstmal, wie es hier aussieht. Ja, wir müssen es erstmal reparieren. Boah, ist das ja alles teuer. Die schöne Trade-Galeone, die hat natürlich sehr viel Fassungsvermögen, ne? 83 Tonnen. 83 Tonnen. Ne, achso, das ist insgesamt, haben wir jetzt 83 Tonnen mit der Dingsbums. Ja, was ist das bessere Flaggschiff? Ist jetzt eine Coastal Bark oder eine Handelsgaleone kann doch eigentlich als Pirat? Was ist das beste Flaggschiff? Was meint ihr? Die Revenge ist natürlich echt klein. Sollen wir mal die als Flaggschiff nehmen? Weiß ich nicht. Die Sloop? Ist doch die beste. Alle sagen, die Sloop ist das Beste. Dann bleiben wir natürlich bei der Sloop. Lass mal gucken, was wir hier kriegen für 4 Gold für Zucker. Nee, das ist komplett lächerlich. Aber ich kaufe die kompletten Kanonen. 5 Gold für Essen. Gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen Essen zu verkaufen auch. Aber Zucker ist hier zu billig. Das machen wir so nicht. Wir können hier eher was verkaufen. Das ist ein guter Preis für Essen, meine ich. 5 Gold, oder? Essen verkaufen ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Sünde. Aber wir wollen ja jetzt nicht... Man muss halt das, was... Wir haben jetzt ein Jahr... Das ist schon okay. Für ein Jahr Nahrung. Und das sind lächerliche Preise. Wenn du genug loskriegst, die Barke verkaufen. Also machen wir mal zack. Die Barke. Was kriegen wir von der Barke? Chainshot. Grapeshot. Also die hat... Die können wir verkaufen. Die Nina können wir verkaufen. Für 337 Gold, was jetzt voll... Ja komm, dann verkaufen wir die. Und... Wie sieht's hier aus? Ah, da gibt's nichts. Was bietet er uns jetzt an? Mysterious Travel Office to tell you an additional part of a secret map showing the location of Bart Roberts' buried treasure. Ja, okay, das machen wir natürlich. Guck mal hier. Jetzt haben wir nämlich das hier komplett. Cutthroat Reef. Gibraltar. Search northeast of... Alter Schwede, wir können Schatz finden vielleicht. Wir müssen nur gucken, wo Gibraltar ist und dann... Geil. Das ist die andere Wache voll teuer. Ich habe mehr für die Reparatur bezahlt. Ja, das war total dumm. Okay, 3000 Mark Gold. Goldmark. Dann lass uns mal... Achso, warte, was ist, ist er jetzt stolz auf mich? Oh nein, er will wieder irgendwo hin. Our farmers have developed a disease-resistant variety of sugarcane, which we gladly share with our fellow colonists. Ah, okay. Fuck, das weiß ich aber nicht. Sagen wir mal Curaçao, weil das, die kenne ich. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung, was das... Ich sag jetzt mal Curaçao, aber heißt es dann... Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Will ich noch irgendwie... Achso, okay. Ja, dann. Nach Curaçao. Ja, da wollte ich eh hin. Stimmt. Was ist das hier für eine? Oh, Military Patrol. Nee, das finde ich jetzt nicht so gut. Die sind ja nicht lebensmüde.
Militär, die spanische Militärpolizei wollen wir jetzt mal vermeiden. Wer kämpft hier? Zwei? Ne, English Privateer. Gegen einen Dutch Privateer. Ne, da müssen wir eingreifen. Ich rette das niederländische Schwesternschiff. Hier, English Sloop of War Reliant. Tschüss. Der Winkel ist manchmal nicht so einfach zu checken, wie der Winkel ist. Gut, das war ein sehr, sehr schöner Treffer. Ah, sehr gut, das war mal ein Grapeshoot. Dann mache ich seine Segel kaputt. Das hätte ich schon mal viel früher machen müssen. So, wie ist jetzt der Winkel? Ja. Sehr gut, ich ruiniere seine Segel. Jetzt machen wir wieder Roundshoot und ballern ihn einfach jetzt kaputt. So, ich glaube, dass der jetzt auch kein Interesse mehr daran hat, sich mit mir anzulegen, oder? Los jetzt, den müssen wir jetzt nur noch einholen. Er hat 4 Knoten, wir haben 7 Knoten. Ja, den kriegen wir gleich. Soll er nicht abhauen jetzt? Sehr schön. Ja, nehmen wir. Und jetzt hätten wir hier so eine zweite kleine, die nehmen wir noch mit. Was hat er geladen? Ja, sehr viel Nahrung. Take all. Und die restlichen Kanonen, die er noch hatte, können wir auch nehmen. Sehr schön. Was? Jetzt wäre die. Warte mal, wo war. Da, Curaçao, und so ein bisschen weiter. Das ist ein Freund. So, hier ist Curaçao. Full Sails. Das Auftragsschiff wurde leider vorher versenkt, ja, Mist. Okay, dann gucken wir mal an. Oh, hier, das ist gut. Erstmal Alter, die Revenge ist ja richtig kaputt. Aber jetzt können wir die upgraden. Das machen wir jetzt einfach mal. Die brauchen wir ja für unsere Cargo Tonnage. Iron Scantlings, was ist eigentlich Copperplating Change of Grape Shot? Heißt das, hat die eine bessere Hülle sozusagen? Die du down gefeuert gehen auf die Segel, Grape geht auf die Mannschaft, okay. Chainshot für die Segel, Grape Shot für die Crew, alles klar. So, jetzt ist die Frage, was kriegen wir hier für Kohle? Guck mal, hier kostet nämlich Nahrung 8 Gold. Sugar 10 Gold. Na komm. Weiß nicht, ob das ein guter Preis ist. Grape ist das Schrapnell, okay. So, jetzt haben wir unser Zucker verkauft. Jetzt können wir nochmal in die Taverne. Können noch ein paar Leute anheuern. Wir brauchen immer gute Leute. Was verkauft er? Oh! Amazing news of your family! Tell me more. I believe you have a sister who has been missing for many years. The evil Spaniard, Baron Raimondo, has information which will be of great value to you. At the moment he is hiding in the city of Havana. Oh, das ist ein weiter Weg. Shit. Richtig weiter Weg. Wo sind wir hin? Bart Roberts, the 8th most notorious pirate in the Caribbean, sails out of the pirate haven Sydney Storm near the city of Barbados. He's known to carry over 1400 Golddublonen. Barbados.
Okay, da ist Barbados. Wir wollten aber in die andere Richtung eigentlich. Aber das ist natürlich auch interessant. So, dann könnten wir jetzt... Sollen wir die Reliant verkaufen für 20 Gold? Was meint ihr? Oder schleppen wir die mit? Können wir gar nicht... Sollen wir die verticken? Was mich daran so reizt, ist ja dieses Iron Scantlings Upgrade. Bin mir nicht ganz sicher, was das macht, aber ich habe das Gefühl... Ah, warte mal, steht das hier irgendwo? Nee. Dass wenn man das komplett dann noch... Wenn man da noch die anderen Sachen macht... Galeone willst du auch verkaufen. Da haben wir nicht mehr so viel Laderaum, ne? Scantlings ist wohl der Rahmen. Das ist eine bessere Sloop, ne? Aber wenn wir die jetzt... Die hat ja mehr Potenzial, weil wir haben hier zwar das Copper Plating jetzt, aber wir können ja auch das, wenn wir hier das Copper Plating auch noch kaufen, dann ist das wahrscheinlich das bessere Schiff. Sonst sind die ja baugleich. Wobei die kann sogar 50... Das ist eine Sloop of War, die kann 50 Tonnen. Ey, die Reliant ist besser, guck mal. Die hat 50 Tonnen Fassungsvermögen und hier dieses Iron Scantlings, ansonsten sind es beides Sloops. Und hier würden wir dann bei nächster Gelegenheit auch nochmal ein bisschen Copper Plating machen. Doch, das Ding ist besser. Dann lass uns doch jetzt lieber das verticken. Die La Mancha. Iron Scantling slightly increases the ship's durability. Ja, das ist doch gut. Und mehr Kanonen. Ja, pass auf, das machen wir jetzt. Ich werde jetzt die hier verkaufen. Die La Mancha. Und ich werde dann jetzt die Reliant. Wie viel Geld habe ich denn noch? 770, beides kann ich jetzt erstmal repairen. Jetzt habe ich 415 Gold. Oder kann ich noch? Nee. Ich brauche noch ein bisschen Gold. So, 503 Gold. Jetzt müsste ich doch... Oh, wieso geht das nicht mehr? Da, Upgrade Copper Plating. Da mache ich jetzt hier Copper Plating drauf. Bam. Und jetzt ist das mein Flaggschiff. Kann ich das... Wo kann ich mein Flaggschiff ändern? Oder geht das nur... Da, Sloop of War. Flagship. Ja, warte mal, Flagship. Oh, hier kann man doch rename. Ah, das ist ja fantastisch. Hier geht rename. Oh, wie soll unser Schiff heißen? Wie soll unser Schiff heißen? Wir können es, Poop of War. Entschuldigung, aber die Poop of War. Loot Boot, Sea Tank, Butterbrotje, Margarete, Harald, Fart of War, Swoop Loop, kann bald sinken. Nein. Heidi Kabel. Bam. Und. Also ist jetzt die, ist doch die Flagship jetzt hier oder nicht? Die haben wir doch jetzt hier. Die Heidi Kabel ist doch jetzt. Müsste doch jetzt unser Flagship sein, wenn ich das hier richtig verstehe. Okay. So, was ist hier mit. Ja, ich finde, wir haben jetzt alles. Jetzt müssen wir nur noch checken. Also ganz hier, glaube ich, in Barbados war dieser Piratenkapitän. Und in Havanna, glaube ich, war das, oder? Wo der andere Typ war. Das heißt, wir müssen hier...
Nach Barbados. Wollen wir das zuerst machen? Der wird ja wohl nicht weglaufen da oben, oder? Ah, so, warte mal, jetzt. Okay, jetzt, so, ja, jetzt muss es doch sein. Flagship, halt die Kabel. Das passt schon. 35 Crew. Können wir die Crew ein bisschen anders verteilen? Flaggschiff steht immer oben. Okay. 100 Crew, 100 Max, 10 Crew, 75. Ah, okay, so rum, okay. Pass auf. Wir mit unserem neuen Super Scoop halt die Kabel. Versuchen wir jetzt mal einfach in den Osten nach Barbados zu kommen. Und diesen Piratenkapitän, um sein Gold zu erleichtern. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Wir brauchen Wind. Die Schatzkarte läuft ja nicht weg. Die haben wir auf jeden Fall immer noch. Wobei wir natürlich mal gucken könnten. Bei Gibraltar, wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen. Müssen wir natürlich sehr gut in... Geografie sein. Trinidad, das Gibraltar. Wir sind da. Wenn wir das Gibraltar Northeast of Gibraltar. Das ist hier. Also nordöstlich. Wir versuchen erstmal den. Warum erstmal. Ah, fuck. Wir sind nicht so weit weg. Aber der Schatz läuft nicht weg. Wir machen jetzt erstmal den anderen Typen. Wir versuchen mal den anderen Piratenkapitän herauszufordern. Das ist ein Trade-Schiff, oder? Ja. Die greifen wir mal an. Galeone. Trade-Galeone. Wir haben 16 Guns. Wieder jetzt komplett falscher Winkel. Manchmal checke ich den Winkel nicht so richtig. Meine Güte, ey. Alter, wenn ich einfach nicht treffe, das ist doch unfassbar. So, hat er jetzt schon aufgegeben, oder was? Ja, ne? Ich kann nur leider die normalen Roundshots. So, jetzt hier, komm. Gib auf, Junge. Der gibt immer noch nicht auf. Jetzt? Jetzt hast du aufgegeben. Komm, hau auf jetzt. Die nehmen wir mit, die Segler. Sugar. Nehmen wir alles mit. Take all. Die müssen wir mitnehmen, glaube ich, fürs Cargo einfach auch. Okay. Die Segel weiß werden, sieht man das. Ah, ist okay. So. Also der war auf Barbados, der andere Piraten. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man jetzt so leicht beschädigt sich in so einen Kampf wagen will. Fame 1, ist das nicht geil? Da ist noch was Spanisches. Ich glaube, die Spanier hassen uns komplett. Wie einfach nur komplett die. Boah, wie kann ich anders?
Mein Piratenblut brennt heiß in meinen Adern. Ja komm, das ist nur eine Kanone. Wieso? Ich kann hier leider die Dinger nicht machen. Du hast nur eine Kanone. Die gibst du jetzt auf? Hat er aufgegeben? Warte mal. Hat er aufgegeben? Ja. Alter, die wollen alle zu mir kommen. Die ist auch sehr gut erhalten noch. Was haben wir hier? Super viel Sugar. Und auch Lebens... Ja, nehmen wir alles. Take all. Okay. Ich krache mal in die Schiffe, das wollen wir nicht. Haben wir hier einen freundlichen Hafen? Ist das so sinnvoll, jetzt noch einen anderen Pirat ins Felde zu ziehen? Oder sollten wir uns erstmal heilen? Weil wenn der 8. größte Pirat der Welt ist, dann wird er ja wahrscheinlich super mächtig sein. Bin mir nicht so sicher, ob das sehr smart ist jetzt gerade. Die haben ja auch, was haben wir denn hier für Häfen? Oh, Sydney's Town. Ja, da wollte der ja aufbrechen, ne? Die spanischen Städte werden uns nicht mehr bewirten. Oh fuck, ich glaube, ich habe keine Chance gegen den. Sollen wir mal nach Sydney's Town fahren? Vielleicht müssen wir ja gar nicht gegen den kämpfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da einfach spannend auch ist. Nee, ich drehe um. Ich habe mich entschieden. Wir gehen zum Schatz. Ich habe jetzt hier Beute gemacht. Das ist Quatsch. Der wird mich komplett aus dem Leben schießen wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir haben jetzt schon zweimal unnötig verloren. Ich habe mich jetzt entschieden, wir gehen zurück nach Curaçao, verkaufen ein Schiff, reparieren das andere, gucken mal, was wir da so für Kohle kriegen und dann holen wir uns den Schatz. Wir müssen unser Fame steigern und dann gehen wir nach oben und holen die Informationen, die wir gekauft haben über unsere Schwester. Wir dürfen nicht zu ehrgeizig werden und vergessen, was eigentlich unser Ziel ist. Unsere Familie ist das Ziel. Unsere Familie ist das Ziel. So. Aus dem... Was ist das? French. Ja, lassen wir mal die French sein. Oh, Grain Transport. Ah, in Spanien leider. Tut mir sehr leid. Und tschüss. So. Ja, hat irgendwas? Natürlich nicht. Ah, doch, ein bisschen. Und. Das war ein fantastischer Schuss. So, haben die jetzt... Ne, die schießen immer noch. Ich hätte gedacht, dass die jetzt erkennen, dass es Unterfangen völlig utopisch ist. So, jetzt haben sie aufgegeben. Was haben wir da? Richtig viel Essen? Ja, okay, mehr nicht. Hull Damage 0%. Was? Die ist komplett im Arsch. Verkaufen wir. So, wir gehen jetzt nach Hause. Nach Curaçao. Und landen da erstmal an und machen da erstmal Geschäfte. Unsere ganze kleine Armada hier hinter uns her. So. Heidi Kabel muss natürlich repariert werden. Die Revenge wird repariert. So, bei diesen anderen, was haben wir denn hier jetzt? Das ist eine Trade-Galeone. Das ist eine Trade-Galeone. Und das ist die Coastal Bark. Oh, Bronze Cannon hat die. Oh.
Bronzekanonen ist natürlich auch nicht schlecht. Weiß gar nicht, warum ich Heidi-Kabel nicht weiter upgraden darf hier. Vielleicht in anderen Dörfern. Wir kriegen für Sugar 10 Gold. Ja. Sugar. Boah, wir haben einfach richtig viel Zucker zu verkaufen. Ich brauche nur 16 Kanonen, ja, das stimmt. Aber was ist, wenn ich ein größeres Schiff bekomme? Das fühlt sich falsch an jetzt, aber die, ja, die haben natürlich eine Tonnage auch, ne? Aber es fühlt sich falsch an, die Kanonen jetzt zu verkaufen. Reserve können wir, guck mal, siehst du, Reserve sind immer praktisch. Finde ich auch. Wir behalten die mal, dass ich meine Kanonen ziehe. So, Essen behalten wir mit wirklich eine fette Crew. Das sieht gut aus. Wir haben richtig Geld auch. Dann. So. Die beiden behalten wir natürlich. Welche von den 81 Gold, 387, oh, da können die richtig zu Gold machen. 60 Tonnen. Bronzekanone ist natürlich nicht schlecht, ne? Ich glaube, die sollten wir erstmal verticken hier. Die verticken wir und... Oh, was, da kriege ich nur 10 Gold für. Ja, tschüss. Und die machen wir dann auch weg. Aber warte, ich muss erstmal Cargo loswerden. Haha, Mist. Aber ich habe ja gar nichts mehr geladen, nur Kanonen und Essen. Nee, was habe ich denn noch? Habe ich noch irgendwas? Nö, ich habe nur die Kanonen und das Essen. Nee, das geht auch nicht. Was habe ich denn... Wie viel habe ich denn geladen? 50 Tonnen und 40 Tonnen, 90 Tonnen. Wie viel habe ich genau geladen? Habe ich 117 Tonnen. Ja, vielleicht muss ich ein bisschen Essen verkaufen dann. Sonst geht das leider nicht. Warte mal. 15 Tonnen müssen noch weg, okay. Boah, ernsthaft? Jetzt hab ich natürlich nicht mitgezählt. 3. 1, 2, 3. So, jetzt können wir die verkaufen für einen guten Preis auch. Jetzt haben wir auch richtig viel Geld. So, jetzt haben wir richtig viel Geld. Repariert haben wir auch alles, ne? Nino, einmal kurz gucken. Ja, haben wir alles gemacht. Sehr gut, dann können wir jetzt los. Dann noch einmal den Governor, weil der müsste jetzt eigentlich happy sein. My dear Captain, will bald kapern. Please come in, weil ich habe richtig viel für ihn gemacht jetzt schon. As you know, we are at war with the perfidious English. I understand that recently you captured an English sloop of war. Excellent, the king will be pleased. In recognition of your service to the Dutch crown, I am pleased to promote you to the rank of Mayor. Congratulations, henceforth. Ship repairs will be cheaper in Dutch ports. Yes. I am happy to increase the size of your estate by 100 acres. Wir sind richtig gute Freunde. The governor's attractive daughter enters the room. My Mr. Wilbert Carpan, you are quite a handsome young ruffian. Perhaps when you have achieved the rank of colonel, you could escort me to the grand ball. Ja, das ist doch fantastisch. Das mache ich sowas von. Eskortiere ich dich zum großen Ball. Lass mal kurz gucken, ob ich hier was Spannendes... Oh, ich könnte noch Crew anheuern. Soll ich das machen? Hier, Ruby's Ring. This will help win the heart of the governor's daughter. Das machen wir einfach. Gib mir das. Das brauche ich noch mehr Leute? Ich habe genug Crew, oder? Musik etwas leiser machen, ja. Können wir gerne gucken. Immer mehr alle Leute immer anheuern? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwann ein bisschen ballast wird.
Aber gut, dann nehmen wir größer die Crew, desto besser wie ein Piraten. So, lass uns mal kurz gucken, ob ich in den... Gibt es hier Optionen, wo ich das machen kann? Oh, Top 10 Pirates ist ja geil. Henry Morgan, Blackbeard. Die gibt's. Ah, wir sind schon 10. Will bald kapern. Gold Planet, wir sind original. Guckt euch das mal an. Wir sind schon richtig in den Top 10. Hier, Audio Settings, Music Volume. Machen wir ein bisschen runter. So wolltet ihr das haben, oder? Oh, Hilfe, nicht in der... Das... No, sail away. So, ich wollte jetzt... Was soll das? Hier nach Süden. Erstmal, warte, wir sind hier. Ich würde gerne noch ein paar Häfen anfahren. Und gucken, ob ich Upgrades kaufen kann. Wir fahren mal nach Jamestown. Und dann holen wir uns den Schatz. Die Musik war... Ist es jetzt zu leise, die Musik? Es war der Wunsch, war, dass ich es ein bisschen leiser mache. Wer bist du? Kennen wir dich? Oh, 12 Guns? Na egal. Ganz oder gar nicht. Feuer! Voll schlechter Schuss. Weil ich einfach nichts getroffen habe. Ja. Schlechter Schütze, ich brauche einen neuen Bordschützen. Ich glaube, er ist so klebig am Popo, das gefällt mir gut. Was willst du jetzt machen? Die... Rettet sich die da jetzt in den Hafen oder was? Sie ist schneller als ich, leider. Aber vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr in ein tieferes Gewässer komme, nee, sie wird abhauen können. Sie flieht! Sie flieht! Ach! Na gut. Dann Jamestown. Habe ich Schaden genommen? Oh ja. So, ich kann hier nichts aufrüsten. Das ist total blöd. Schade. Der ist getauscht. Okay. Grand Bahama Information. Grand Bahama is a poor English stronghold. The town has a population of 600 farmers. The town garrison consists of 20 soldiers. Food sometimes is available here. The shipwright can supply... Chain Shot! Ja, da will ich hin. Da muss ich hin. Grand Bahama. Preise sind... Oh, Food nur 3 Öcken. Sugar 2 Öcken. Ich kann ja komplett einfach ein Händler werden. Ich kann mir einfach da den Laderaum mit Sugar voll machen und da hinten verkaufe ich ihn für richtig viel Geld. Warum soll ich Pirat sein, wenn ich auch Händler sein kann? Aber Grand Bahama ist super. Danke für diese Information. Was hast du noch? Bart Roberts is a lightning quick parry dueling skill. Okay. Bart Roberts. Ja, der ist immer noch in Sydney Town, alles klar. Ich bin aber erstmal auf Schatzsuche. Und... Sail away. So, wir wollten jetzt gucken, dass ich... Ach, guck mal hier, die haben wir wieder eingeholt. Lol. Attack! Spanish Trade Galeone. Die haben wohl gedacht, die sind nicht losgeworden, was sie nicht wussten müssen. Nein, ich check die Richtung nicht, mit der die Kanonen fliegen. Okay, das ist einfach kompletter Müll. Aber das war auch nur ein Schuss für den Bug. Damit die einmal kurz checken. Ich bin einfach der schlechteste, wirklich mit Abstand der allerschlechteste Schütze, der je dieses Spiel gespielt hat. Bin ich schon sturmreif? Ja, jetzt. Alles klar, ich komm. Weiße Fahne ist gehisst.
Geh mal hier an Steuerbord. Komm ich links? Alles klar, danke. So, was haben wir? Nahrung, ein bisschen, ein paar Guns und sehr viele Goods. Keeper, no upgrades, take all. Continue und wir gehen direkt in den Hafen und vertickern das hier wieder. Natürlich ganz, ganz großartig. Erstmal Shipride. Heidi Kabel. Die hat nicht mehr Damage genommen. Lol. Ich glaube, ich kann die nicht verkaufen. Ich muss 38 Tonnen Cargo erstmal loswerden. Dann gehen wir zum Merchant und verkaufen die Goods. Hier, das sind exakt 38 Tonnen. Das ist ja perfekt kalkuliert. Kein Geld mehr. Könnte ich ihm irgendwas abkaufen? Nee. Ja, scheiße. Er hat einfach überhaupt gar kein Geld mehr. Ja gut, dann muss ich das Schiff leider behalten. Was kostet mich die Reparatur? 280 Mark. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das... Das ist vielleicht eine komplette Fehl... Investition, aber ich muss sie jetzt ja mitnehmen und... Away sailen. Will der... Ist der noch... Will er noch mir irgendwas mitteilen? Der Kotter den Falsch? Nein. Wen nehmen wir denn jetzt? Also, Sugarcane, das heißt Maracaibo, Port Royal. Also, Curaçao ist ja in der Nähe, da könnten wir jetzt direkt wieder zurückfahren. Muss man dann da auch hinfahren? Gibt das Sinn, dann direkt dahin zu fahren? Ja, ne? So. Muss ich denn da jetzt nochmal rüberfahren? Oh, es ist einfach unglaublich. Es ist einfach. Sorry, aber die fallen mir hier wirklich vor die Füße. Die fallen mir vor die Füße. So, ihr könnt mal direkt eure. Ach, komplett falsch gemacht. Fahr mal los jetzt. Ich komme überhaupt nicht voran. Ich habe keinen Wind. So, willst du langsam mal bitte aufgeben? Wir kommen beide nicht in den Wind, sodass ich sie komplett auseinanderschießen kann. Ist natürlich für mich jetzt gut, ne? Da ist die weiße Fahne. Das war ja die leichteste Beute. Das schäme ich mich ja fast für. So, wir gehen wieder Steuerbord. Nehmen wir dein Schwert. 400 Gold. Kanonen. Goods. Ja. Nehmen wir alles. Und jetzt fahren wir noch einmal zurück. Wie weit ist Curaçao? Wir fahren noch einmal zurück nach Curaçao. Geben hier so ein bisschen Sachen ab. Und dann können wir uns immer noch den Schatz widmen. Wir sind ja die Einzigen, die wissen, wo der ist. Wollen wir hier irgendjemandem helfen? English Privateer. Warum macht er das? Oh, ist der jetzt eigentlich auch, wenn der gerade aus dem Gefecht kommt, ist der dann verwundbar? Oh, das war mein Auftrag. Okay, dumm. Da hätte ich reingehen müssen in den... Mist, das war dumm. Da hätte ich in den Kampf... Ja, sorry, das war voll blöd von mir. Ich hätte dem Gouverneur das... wir verkaufen... Oh, das ist kein guter Preis, aber er hat wenigstens Gold. Weg damit. Okay. Ansonsten können wir jetzt wahrscheinlich... Doch, die können wir sogar verkaufen. Tschüss. Die dürfen wir jetzt auch verkaufen? Wie kann denn das sein?
Base in Holes 134 Tonnen. Sie hat 120 Tonnen. Okay, das heißt, wir können sie sogar bedenkenlos diese Trade-Galeone jetzt auch noch verkaufen. 600 Gold, ja, dann machen wir das doch. Aber ich muss ein bisschen... Mir fällt gerade was ein, wenn ich den Schatz hebe. Nicht, dass ich dann am Ende... gar nicht den Cargo Room habe. Gold wiegt nichts. Ja, ich weiß ja nicht, ob das nur Gold ist, dieser Schatz. So. Leider den Auftrag wieder komplett versemmelt. Was ist hier? Ist das ein Auftrag? Greift der die an? Ja. Den nehmen wir nämlich. Tschüss, Attack. Die Sloop of War. Nope, einfach nicht mal in die Nähe gekommen. Kanonen aufladen, ich bin schneller als er. Gegensteuern und BÄM! Volle Breitseite. Nicht einen getroffen. Nicht einen. Mann, 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 Mann. Oh Gott, das ist schlecht gespielt. Das war aber ein richtiger Volltreffer. So, jetzt hab ich's. Aber was willst du jetzt noch machen? Jetzt versenke ich das Ding einfach. Sehr gut. Was hat er geladen? Nicht viel. Bis in Essen. Aber das ist jetzt auch eine geile... Also jetzt können wir die Spanisch, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Boah, 14 Guns. So, jetzt, wenn wir schon dabei sind. Aber da kann ich das zwei Schiffe jetzt. Ich hab das jetzt. Nee, doch nicht. Oh, jetzt muss ich gegen zwei gleichzeitig kämpfen, oder was? Nee, das ist natürlich jetzt. Aber dafür treffe ich auch häufiger. Was ist denn jetzt überhaupt mein. Was ist denn jetzt eigentlich mein Main-Target? Scheiße. Das ist doch relativ dumm, gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen. Der ist voll in die Idee gekommen. Zwei gleichzeitig. Aber kann ich dann auch gleichzeitig plündern, oder? Das ist ja total dumm, was ich hier gerade mache. Nein, ey! Sorry, ich check das. Ich hab schon gedacht, ich hab's jetzt gecheckt, wie ich Kanonen am besten feuer. Behindern sich ein bisschen gegenseitig, das soll mir recht sein. Ey, dann hau mal ab jetzt, ich will mich nicht von denen entern lassen. Okay, ich komme hier nicht mehr weg. Das ist, Hilfe, Hilfe! Die andere ist doch komplett hinüber schon. Jetzt abhauen. Was ist denn so der Wahnsinn? Ich will mich rammen! Okay. Die. Oh, das ist. Okay, Mist. Okay. So, jetzt
Tschüss, haben wir. Jetzt haben wir das Begleitschiff. Jetzt haben wir doch einfach alles besiegt. Erstmal Nahrung. Ein paar Kanonen, take all. Und jetzt haben wir hier... Okay, dann müssen wir mal checken, was wir jetzt hier überhaupt haben. So, jetzt kommt erstmal das als nächstes. Der hat 0 Guns. Der muss doch jetzt... 4 Knoten, wir haben 8 Knoten. Okay, du hast nichts. Okay, du hast 75 Crew. Ich kann leider keine Munition ändern. Aber der ist immer noch nicht bereit aufzugeben. Da denkt man sich doch, ist der Kapitän ein bisschen wahnsinnig. Genau, ein von Buch. Willst du jetzt aufgeben? Das gibt's doch nicht, Leute. Jetzt hisst doch mal die Flagge. Ah, jetzt, danke. Ach, richtig reiche Beute gemacht. Take all. Fantastisch, das war ja super. Jetzt haben wir, glaube ich, jemanden hier sehr zufrieden gemacht. Wenn mich der Gouverneur jetzt hier nicht befördert, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, dann lass uns mal jetzt nach Süden. Wir sind ganz gut unterwegs. Auch nach Curaçao. Da werde ich doch hoffentlich jetzt wirklich mit einer Parade empfangen. Der ist schon der nächste Spanier da oben, den ich mir schnappen könnte. Fast Galeone und eine war Sloop. So, jetzt gucken wir jetzt erstmal an, was wir hier Feines haben. Natürlich Heidi Kabel. Das ist die Revenge. So, dann haben wir hier die Sloop of War. Die sollten wir behalten. Die hat auch Bronze Cannon und Iron Scantlings. Und die können wir sogar mit Copper Plating. Okay, ich glaube, das ist ja dann unser neues Flaggschiff, wie ich das hier sehe, oder? Alter, das ist... Nein, die 354. Okay, das ist unser neues Flaggschiff. Die repairen wir. Dann kriegt die Copper Plating. Dann haben wir Iron Scantling, Bronze Cannon. Haben wir, hier haben wir nur... Zack. Die hat natürlich die Sachen, was geil ist. Aber die Sloop of War kann ja auch mehr Kanonen schleppen. Komm, dann, das ist jetzt hier, das machen wir, ein neues Flaggschiff, ist doch geil. So, was ist hier? Die Santa Brigida. Fast, sollen wir die behalten? Die Trade kommt hier weg. Trade Gallant kommt weg. So, also Santa Brigida, was ist denn eine Fast? Ist die besser? Eine schnelle Galeone? Ist das ein geiles Kriegsschiff? Wollen wir die als Flaggschiff nehmen? Sollen wir richtig Geld in die investieren? Und die mit allem ausstatten, was es gibt? Wir haben ja auch genug Gold. Die hat halt kaum Upgrades. Nee, noch nicht, das stimmt. Aber wir können natürlich... Die ist gut gegen Festung. Ich würde auch mindestens noch eine von den Sloops verkaufen. Ja, aber dann verkaufen wir doch am ehesten die Revenge, oder? Die hat zwar auch geile Upgrades. Grapeshoot, Chainshoot, Copper Plating. Und dann ist das hier Santa Brigida. Soll das hier unsere neue... Dann lass uns doch mal... Ja komm, dann verkaufen wir die Revenge, oder was meint ihr? Jetzt war diese geil, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nö, ich nutze die schon. Ich nutze die schon, die Munitionszüge. Ich muss das erstmal checken. Ah, okay, wir verkaufen die Revenge. Aber ich muss erstmal zum Händler. Der zum Glück wieder ein bisschen Gold hat. So, dann verkaufen wir dem mal hier unsere ganzen Gürtel. Gib mir alles, was du hast. Wir haben für 19 Monate Essen. Wir haben 40 Kanonen. Wir haben 40 Kanonen. Komm. So. 19 Monate Essen finde ich super. Aber vielleicht ein bisschen unnötig, oder?
Ein Jahr, finde ich, sollte reichen. 12 Monate. So, finde ich gut. Ein Jahr lang essen, ist wichtig. So, dann können wir jetzt die Revenge verkaufen. Schade, dass ich die nicht rausnehmen kann, die verschiedenen Typen hier. Also, tschüss Revenge. Auf Wiedersehen. Und wollen wir nicht jetzt hier beide behalten? Welche wollen wir behalten? Also ich finde ja, diese hat halt, guck mal, das Upgrade Copper Plating können wir der auch kaufen. Dann haben wir eine Sloop of War mit Iron Scantlings, Bronze Cannons und Copper Plating. Das ist natürlich schon nicht so schlecht. Ich würde dann, glaube ich, Heidi Kabel verkaufen. Und die Frage ist dann nur, ob wir die Sloop of War mit Copper Plating ausstatten und das als Flaggschiff nehmen. Oder ob wir sagen, wir nehmen die Santa Brigida, kaufen uns dann hier für 900 Gold Copper Plating und nehmen die als Flaggschiff. Weil wenn die als Flaggschiff nehmen, würde ich da nicht das Geld investieren. Was meint ihr? Also erstmal Heidi weg. So. Heidi weg, nimm die Brigida. Okay, mir wird hier gesagt, teste mal die Santa für beide Copper Plating. Oh, für beide Copper Plating. Naja, alles im Rum investieren. Na gut, pass auf, die kriegt Copper Plating und dann machen wir das hier. Dann kriegt die auch Copper Plating. Können wir später nochmal, weil ich finde ja die Bronzekanonen ganz geil. So, hier bist du zufrieden? Ja. I understand. Captured English Sloop of War. Geil, der wird mich bald. Das finde ich ja fantastisch. Okay. Dann. Sail away. Sail away. Fleet Status. Wir können ja mal die neue ausprobieren. Dann ist die jetzt. Heidi Kabel. Ist jetzt die neue Heidi Kabel. Die ist natürlich mit den Kanonen und so, finde ich natürlich ganz geil. Wie viele Kanonen kann die denn tragen? Die ist auch schön groß. So, jetzt will ich endlich den Schatz heben. Was ist hier los? Wer bedroht hier wen? Komm, sorry, wir müssen euch sofort. Spanish Sloop of War. Spanish Trade Galeone. Ja, wir sollten dann erstmal. Oh, die hat auch 14 Guns. Nee, warte mal eben kurz. Don't attack. 118 Crew. Ja, die, das ist ja die, die kämpft. Die Sloop of War macht ja gar nichts. Wir sind ja mit der. Wir haben ja 118 Crew auf der. Aber wir können neue Leute auch dann akquirieren in Jamestown. Komm, wir fahren noch nach Jamestown. Holen neue Leute und dann holen wir uns den Schatz. Ah, ist niemand da, den wir. Mist. Der ist betauscht. St. Augustin. Ja, irgendwann können wir auch die Städte da angreifen. Pirates of Cassandra. Auch in Jamestown, dankeschön. Information. Ja, ansonsten kriegen wir hier niemanden mehr. Sail away. So, komm, wir sailen jetzt zu unserem Schatz. Was ist mit ihr hier? Die hat keine. Oh. Okay, bam. Ich hab richtig viel. Kanonen auf diesem Schiff. Oh, wir müssen aber vom Strand weg. Mastbruch! Okay.
das Ding einfach noch so. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gar nichts. Jetzt habe ich sie einfach zerstört. Scheiße. Das Ding ist sehr mächtig. Die sind wieder zu zweit. Das ist schon eine Verlockung, ehrlich gesagt. Die sind auch zu zweit. Oh, ey, das macht ja Spaß. Wir sind richtig... Oh, fuck. Hier sind mittlerweile neue Leute. Nee, okay, fuck. Ah, das Kämpfen macht schon Spaß. Die Sloop ist besser, bleibt bei der Sloop, meinst du? Wir wollten jetzt den Schatz holen. Was ist das hier? Friendly Pond Village? Check Status, trade with the Chief, talk to the Chief. Was? Our warriors grow tired of the presence of the European colonists. Our war canoe. Unser Kriegskanu is prepared. Which city is weak and ripe for destruction? Keine Ahnung. Also auf keinen Fall Curaçao. Ich weiß es nicht. Welche Stadt ist denn nicht von den Holländern? Port Royal ist doch nicht holländisch. Der kann doch nicht mit seinem Kanu bis nach Port Royal segeln. Das ist doch voll weit weg. Nee, sorry. Die Zeit ist doch noch nicht reif. Der will, dass ich mit ihm segel, oder? Sei doch mal ehrlich. Der will, dass ich zusammen mit ihm die Stadt angreife. Oder, also kann, der wird ja noch nicht allein. Der will doch, dass ich ihn begleite. Dass ich bin, aber ich fühle mich noch nicht dazu bereit. Trade with the Chief. Was hat der, was ich haben will? Irgendwas? Boah, Spice ist voll günstig. 2 Gold kosten nur Spice. Sugar 1 Gold. Das ist voll billig. Hallo? Das ist teuer. Food ist unglaublich günstig. 1 Gold. Alter, ey Leute, das ist ja einfach unglaublich günstig. Das kann ich ja gleich viel teurer verkaufen. Der hat ja richtig gute Preise, der Herr. Oh, da ist schon das Schatzschiff. Sorry, ich muss das Schatzschiff angreifen. Es geht nicht anders. Der hat mir natürlich jetzt direkt eingegeben, aber der ist eine sehr, sehr geile Breitseite gewesen. Und... Feuer! So. Bitte rechtzeitig die weiße Flagge hissen, sonst habe ich keine Beute mehr. Feuer! Gut, das war leider so gut. So gut wie nichts getroffen. Feuer! So, die landen hier, die sind völlig... Ah, fuck, treffen die mich? Sehr gut. Und... Feuer! So Leute, ihr könnt doch jetzt nicht ständig, ihr müsst doch jetzt mal gegen den Wind drehen. Meine Segel sind gleich kaputt. Sorry, wenn die jetzt nicht aufgeben, dann sind die halt gleich tot. Was, also da kann ich ihnen auch nicht helfen. Mir tut es ja auch ein bisschen leid um die Leute jetzt. Die geben einfach nicht auf. Ich muss aber auch nicht mehr aufpassen. So, Sego, jetzt sinkt das Schiff! Warum geben sie nicht auf? Da habe ich ja gar nichts davon. Mist. Ja, tolle Wurst. Ach. Ich muss sie entern mit dem. Ich hatte das Gefühl, mit dem anderen Schiff wäre das einfacher gewesen. Dass sie die Flagge hissen. Ja, ich muss sie vorher entern, ja. Ah, ich bin so beschädigt jetzt. Ich muss. Boah, nee, ist es leider. Ich muss leider.
zurück in den Hafen fahren. Ich bin so krass beschädigt durch diesen unnötig langen Kampf. Das ist schade. Aber bevor wir jetzt untergehen und unser ganzer Fortschritt weg ist, müssen wir einmal nach Curaçao segeln. Ja, Chain Shot können wir nicht machen, weil wir Kanonen noch nicht haben. So, kurz mal hier reparieren bitte. Ach du Scheiße, ey. Boah, das klingt auch ganz im Arsch. Aber wir können doch jetzt hier. Guck mal hier, die Spices. Oh, Sugar ist auch nicht teuer hier, aber haben wir jetzt ein bisschen Gewinn gemacht. So, ich merke mir das jetzt. Ich muss mit dem neuen Schiff also eher ins Kapern reingehen. Was hat der? Grain Transport. Wir holen uns jetzt den Schatz. Auch wenn das total interessant ist, aber wir wollen uns jetzt den Schatz holen. Oh, sind hier super viele. Oh, das ist einfach zu spannend. Treasure Ship. Oh. Wir sind da, wir müssen. Hier müssen wir. Bin schon wieder zu weit gefahren. Wir müssen hier durch. Kommen wir denn da durch? Durch diese Meerenge? Komm, scheiß auf das Schiff. Wir holen uns jetzt den Schatz. Oh ja, die Moral ist schlecht. Stimmt. Aber mit dem neuen Schatz wird die Moral besser. So, warte, wo ist der Eingang? Ne, noch ein weiter. Indian War kann. Die beleidigen mich. Seht ihr das? Die beleidigen mich. Lass mich nicht beleidigen. Hast du das mitbekommen, dass die Beleidigung gerufen haben? Feuer! Wir sind uns nicht zu schade, auch ein bisschen auszuweichen. Feuer! Ja, diesmal werden wir sie entern. So, sorry, ey, die haben ja nichts mehr jetzt. In den Wind! Dreht in den Wind! So, jetzt werden sie geentert. Ich schieße jetzt auch nicht mehr auf das Schiff, weil die sonst untergeht wieder. Jetzt muss ich in deren Kanonenhagel rein. Jetzt hört mal auf, mit eurer kleinen PV-Kanone noch irgendwas machen zu wollen. Das nehme ich euch gleich übel. So, entern aktivieren bitte. So, kann ich nicht entern? Wenn ich jetzt schieße, sinkt es. Ich will es entern. Muss ich noch? Ja, jetzt. Okay. So, wir nehmen den Rapier. Der ist super. Und. Tschüss. So, der gegnerische Kapitän ist von Bord gegangen. Jetzt haben wir doch verstanden, wie das neue mächtige Schiff funktioniert. So. Ja, die behalten wir. Was haben die denn geladen? Ein bisschen Food und ein bisschen Gold. Und ein paar Guns, aber besonders viel leider nicht. So, jetzt, warte, Map. Müssen wir hier runterstechen. Moral ist immer noch schlecht, aber das wird sich doch ändern, wenn wir den Schatz gefunden haben. Und die haben Angst vor uns. Und das haben sie zu Recht. Attack! Kriegen wir einfach jetzt alle mit. Feuer! Nicht getroffen. So, überhaupt kein Wind gerade, leider.
No! Abgehauen. Train Transport. So. Das Gefühl, einmal husten und das Ding ist kaputt. Lass ich mich denn überhaupt treffen von dem? Okay, jetzt bin ich sauer. Haut ab, komm nicht in den Wind. Scheiße. Ich hab einfach nur Schaden genommen. Das fühlt sich nicht gut an von so einer kleinen. Ich komm einfach nicht in den Wind. Aber sie kommen auch nicht so richtig weg. Aber ich lass mich auch mehr von dem hier abschlachten. So, komm, jetzt war's das aber auch. So. Komm, ich muss in den Wind rein jetzt. Ich muss gegen den Wind kreuzen. Ach, ich komme nicht hinterher. Fuck. Das war's. Ja, ich hätte die Sloop nutzen sollen gegen eine Barke, wegen der Geschwindigkeit wahrscheinlich, ja. Aber ich habe 3 Knoten, sie hat 5 Knoten, sie wird sich leider von mir. Ich habe original Schaden genommen. Ach, das war es natürlich jetzt wirklich wert. Mist. So, ich muss hier durch die Meerenge da, oder was das ist. Ich darf da nicht in den Hafen, die wollen mich natürlich nicht sehen. Die Spanier hassen mich, es gibt ja auch ein Kopfgeld auf mich, mein Schiff ist beschädigt. Oh Gott, die schießen sogar auf mich. Fuck. Ah. 12 Guns. Noch 9 Guns. Nein, 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 dann dreh mich gegen die Wind. Und Feuer. Die wollen abhauen. Die alle. Komm jetzt. Fahr jetzt. Kein Wind. Alle in die Segel pusten. Ach, das ist ja keine erfolgreiche Beute. So, warte, jetzt ist hier Gibraltar. Ist das vielleicht? Warte mal kurz. Stopp. Da sind wir. Da ist Gibraltar. Also hier ist Gibraltar. Müssen wir dann an Land gehen oder wie darf ich das verstehen? Ich muss ja dann irgendwie anlanden. Muss ich quasi hier an Land gehen, sozusagen parallel und dann einfach da so rüber? Oder soll ich in Gibraltar anlanden? Das wäre ja hier so dann, ne? Also, da ist das Reef genau in der Mitte. Genau. Reef, zack, und dann genau in der Mitte zwischen Gibraltar. Und dann muss ich eigentlich nur noch nach Osten. Also hier. Hör doch, ey, die schießen auf mich. Die schießen aber nicht, wenn ich geankert bin, auf mich. Okay, warte, warte. 3 Dead Trees. Was waren die? Da hängt sogar jemand. Was ist das? Ist das vielleicht schon der Schatz? Aha. Buddel, buddel! Oh, reichhaltige Beute. 3000 Gold! Für jeden was dabei. Geil. Dann mit R kommen wir zurück zum Schiff. Ja, Gibraltar schießt auf uns, das müssen wir uns jetzt nicht geben. Wir sind jetzt richtig reich. Oh, die sind halt original gegen die Klippen gefahren hier gerade, die Begleitschiffe. So, wir müssen jetzt hier diese. Die ist mir jetzt egal. Ich komme uns hier eh nicht. Die hauen mir wieder ab.
Okay, sie wollen es nicht anders. Was ist denn das hier? Lächerlicher Versuch, sich mir zu widersetzen. So, jetzt muss ich ran. Dieses Manövrieren ist nicht einfach. Nicht sinken, bitte. Oh, ich habe übrigens weniger Crew als die. Vielleicht sollte ich ihm nochmal einen. Also, jetzt schießt sie sich weg, oder? Ja. Ab hier. Ey, was war das denn? Oh fuck, ich komm hier mit dem Dings nicht hinterher. Oh, oh, oh. So. So. Man muss einfach nur warten, bis er irgendwas versucht. Mit dem Rapier ist man ja eigentlich unbesiegbar, wenn man nicht so wie ich gerade mit der Maus abrutscht. Was? The evil Baron Raimondo is on his way to Gibraltar. He set sail from Santa Catalina 9 days ago. Aha! Wir können den Baron gefangen nehmen? Was haben wir denn hier? Gar nichts. Ein bisschen Goods noch. Take all. Spanish Pirate Hunter? Ist mir doch egal. Ernsthaft? Ist es eine Sloop? Sollen wir jetzt mal die Sloop nehmen und so Sloop of War, ja, oder? Die Sloop of War? Sloop gegen Sloop? 16, ich hab nur 14 Mann. Nee, das ist blöd. Fuck. Don't attack. 6, nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich kann ja die Crew nicht mit. Wo ist meine ganze Crew? Oh nee, das ist mega blöd. Ich muss abhauen. Ich will abhauen. Don't attack. Oh fuck. Die nimmt mich ja komplett auseinander. Okay, ich muss. Ich glaube, ich muss jetzt. Ja, okay, fuck. Ich bin ja komplett schon im Arsch. Ich bin einfach komplett im Arsch. Die Piratenkarriere ist beendet. Scheiße, meine Piratenkarriere ist komplett beendet. Ich kann nichts mehr machen, ich bin manövrierunfähig. Beeilen. Meine Kuh verliert. Oh oh. Nein! Nein, das war der entscheidende Schlag! Fuck, einmal nicht getroffen! Ah, meine Karriere ist meine Karriere, meine Karriere! Oh no! Ah, oh, kam ich da nicht mehr aus dem Zipfel raus. Gibraltar ist zum Ort der Schande geworden. Ach, oh, fuck. Oh no, oh no. Da sind die Häscher. Das sind meine Freunde. So ein Ärger aber auch. Huch, warte mal.
komme nicht mehr weg. Ich bin einfach komplett auseinandergepflückt. Ich muss sofort nach Hause. Raus hier aus dem Schlund. Wir müssen ganz, ganz schnell nach Jamestown. Und allen davon erzählen, wie ungerecht ich hier behandelt wurde. Ich bin einfach eine Sitting Duck. Ich kann ja jederzeit... Kann ich mich in Tikal heilen? Nee, ne? Aber wenn jetzt irgendein Piratenjäger auf mich zukommt, dann bin ich einfach komplett tot. Scheiße, nein. Glück, dass der mich nicht angreift. Man kann nicht vielleicht das Flaggschiff einfach ändern jetzt und das ist... Voltels, wir müssen nach Jamestown, schnell. Bevor hier irgendwer auf die Idee kommt, mich angreifen zu wollen. Endlich. Wir haben den Schatz, aber wir haben es auch echt teuer bezahlt. Oh Gott, ey, was eine abgewrackte Kolonne das jetzt hier gerade ist. Los! Oh Gott, alter Schwede, ey. Also die anderen wollten wir doch verkaufen, ne? Santo Domingo, das sind Trade-Galeone und... Ja, die beiden Trade-Galeonen können wir verkaufen. Tschüss. Puh. Was haben wir denn hier? Wir haben richtig viel Goods. Für einen guten Preis werden wir die los. Oh ja, kein Geld. Sollen wir jetzt mal Divide the Plunder machen? Würde das Sinn ergeben? Divide the Plunder. Ja. Die Moral ist am Boden. Zu früh eigentlich. Moral ist zu niedrig. Dann bleibt hier nur noch mein Flaggschiff. Ja, das ist blöd, ne? Da habe ich nur noch ein Schiff. Dann würde ich... Ja, die Heidi Kabel ist ja derzeit mein... Dann würde ich das verlieren. Würde es da nicht Sinn ergeben, das Schiff zu verkaufen? Tipp während der Fahrt seitwärts oder gegen den Wind vor deinem Schiff links und rechts die Richtung wechseln, dadurch fährst du etwas zügiger. Erfolgreich installiert, Line los. Setz die Segelspanne, wir kommen. Aber dann geht es mit frischer Energie los. Ja, aber ganz kurz, wird es dann nicht Sinn ergeben, wenn ich dann eh nur mein Flaggschiff behalte, dass ich jetzt die Sloop of War verkaufe und die 315 Mark noch mitnehme? Wenn ich dann sowieso, obwohl dann sind auch die Goods alle weg. Aber wieso ist die Moral denn so niedrig? Das ist doch Quatsch. Großer Teil des Geldes ist ja auch weg. Wollen wir, komm, ist das nicht besser, wenn wir jetzt noch irgendeinen Hafen anfahren, wo wir Upgrades kaufen können? Ich brauche vielleicht tatsächlich neue Pistolen, ne? Und dann gebe ich dem stattdessen hier... Wir müssen noch was machen jetzt, leider. Der Kotter, den Falsch? Oh, scheiße. Ich habe immer ein kleines, schnelles Schiff gehabt als Hauptschiff, ja, sagt Balbion.
Also. Ich will aber nicht nach Port Royal. Pass auf, ich will jetzt, was ich jetzt machen will ist, ich will einen Hafen ansteuern, der... Wir können jetzt nicht immer zwischen Curaçao und dem anderen da hin und her fahren. Wir müssen eine andere Stadt finden. Hier oben sind noch zwei niederländische Häfen. Aber wir können ja, glaube ich, auch die spanischen noch anlaufen. Die französischen noch anlaufen. Und gucken, ob wir da Upgrades kriegen. Ich will erstmal das Geld in Upgrades packen. Und dann... So, jetzt haben wir 8 Knoten. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, wir fahren jetzt da nach Porto Guave. Ich werde jetzt auch keine Schiffe angreifen, ist mir jetzt egal. Aber der Wind kommt von da. Kreuzen. So, da. Mal gucken, was wir jetzt da machen können. French Smuggler. Nee, wir wollen in den Hafen. Ich will meine Schiffe upgraden. So. Ah, guck mal hier, siehst du? Jetzt kann ich die Heidi-Kabel mit Cutten Sails upgraden. Das ist doch geil. Das ist neu. Dann, das könnten wir theoretisch auch mit dem machen, aber wenn wir das Schiff dann gleich verlieren, ist natürlich Quatsch. Dann können wir hier noch unsere restlichen Goods loswerden. Brauchen wir nämlich nicht. Ja, wir haben für 6 Monate Essen. Ich hoffe mal, das reicht. Was will er von mir? Ja, wir sind mit den Spaniern. Ja, guck mal, oh, der ist... Oh, ho, 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 Captain, auch bei den Franzosen, hätte ich mal früher machen sollen. Na, jetzt war das gut, dankeschön. Oh, geil, ich kann mir einfach komplett aussuchen, wen ich haben will. Ich bin überall sehr, sehr beliebt. Neue Leute, alles klar. Hier, was verkauft er? I'll take it. Desert Cabin. Ja gut, da müsste ich ja irgendeinen Hinweis bekommen. Das war nicht so ergiebig. Und was sagt sie? I tremble with apprehension, Wilbald Carpan. As said, you are now the 9th most notorious pirate on the entire Spanish... Ja. Wir sind auf Platz 9 bereits. Trotz einiger... Hier lang. Oh ja, wir haben noch Zucker. Schnell Zucker weg. Dankeschön. Tschüss. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wir haben... Da, die fahren nach Middleburg. In den Freund. Oh, die Engländer, die hätten wir auch platt machen können. Aber wir fahren jetzt erstmal nach Middleburg. Ich habe nur 55 Crew, das ist voll wenig. So, gucken wir nochmal den anderen Hafen an. Wo kriegen wir noch Upgrades? Nope, leider nix. Sail away, sail away. Okay, Nicola, können wir machen. Oh nein, die sind gleich. Guck mal hier, sie meutern gleich. Meuterei ist immediate. Problem. Ich muss jetzt leider. Oh Gott, oh Gott.
So, ich glaube, ich muss... Es geht nie anders. Kriege ich hier irgendwas? Ich darf hier nichts kaufen. Mist. Okay, ich befürchte, es ist soweit. Wir müssen jetzt die Beute aufteilen. Befürchte ich. Können wir noch irgendwas kaufen? Oh, hier, I'll take it. Blade Shallows. Okay. Service Star. Aber ich kann die auch nicht bezahlen, ne? Ich würde die gerne jetzt einfach bezahlen, aber das geht nicht. Das heißt, ich muss jetzt leider... Der Kotter, den Falsch. Oh. Oh, scheiße. St. Martin. Ja, fuck. Ja. Ich kann die Piraten nicht anders glücklich machen, außer die, den Plunder zu dividen. Ja, was soll ich machen? Schubert. Continue the Journeyman Captain. Ich habe mir auch immer noch die Hinweise nicht geholt. Ja, aber die sollten ja bei mir bleiben. Ich wollte eigentlich verhindern, dass die alle abhauen. Aber jetzt muss ich den Typen beschützen. Und wir müssen nach St. Martin. Tiefe Masten! So, jetzt müssen wir gegen den Wind zickzack fahren. Oh, warte mal, fahren wir gerade 11 Knoten? Das sieht zu langsam aus. 9 Knoten. 8 Knoten. Santo Domingo, die werden uns beschießen. Die mögen uns überhaupt nicht leiden. Wir müssen ein bisschen auf. Trade Galeone, okay, die lassen uns in Ruhe. Aber ich glaube, wer schießt gerade auf uns? Die oder das Schiff? Oder was ist mit denen verkehrt? Die haben uns gerade vertrieben. Die wollten nicht, dass wir da zu deren Stadt kommen. Aber ich werde die jetzt nicht angreifen. Wir sind auf einer Escort-Mission. So. Kein Bock auf Ärger. Wir müssen jetzt den Gouverneur wegbringen. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir kommen nicht richtig gut voran hier. So, jetzt vielleicht. Jetzt nehmen wir ein bisschen Wind auf. Ja. Da kommt eine Sturmfront. Mehr Wind, mehr Wind. Die Mona-Passage. 14 Knoten. In Ruhe. Da sind Sandbänke, da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht... Nee, ich glaube es wäre... Nee, komm, wir nehmen noch ein bisschen Schwung. Wir fahren hier südlich vorbei, das ist mir jetzt zu eng und ist auch unnötig. Sehr schön. 14 Knoten sieht gut aus. Natürlich ist leider nicht hier am Strand an. 16 Knoten. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. Und jetzt verlieren wir die Fahrt wieder. Schade, das war für einen kurzen Moment sehr schön. Galeone.
interessiert uns nicht. Das ist Trade Gully. Und die hat Glück, dass wir kein Interesse daran haben, mit ihnen zu kämpfen. Wir wollen den Gouverneur hier abliefern. Da ist St. Martin schon in Sicht. Dum dum. Da wird er richtig happy sein. Richtig gute Arbeit geleistet. Mal gucken, was wir als Belohnung kriegen und vor allem, was das für eine Stadt ist. Ob wir da vielleicht auch ein Upgrade kriegen können. Was? Hier, wo müssen wir denn da? St. Martin, hast du gesagt. Was spielst du für eine Version? Das ist die 2004er Version. So. Wir können hier leider nichts kaufen, das ist sehr schade. Bist du jetzt happy? Winning. Slimy French. The king has ordered me to dispatch an ultimatum to the Spanish city of San Juan, which will surely lead to war with Spain. The ultimatum will be carried by the royal sloop De Ruyter. Please ensure that this vessel arrives safely at its destination. Oh, fuck. Okay. Ja, weiß ich doch nicht, wo das ist. San Juan. Ja, da muss ich da wohl machen, ne? Meine Leute, welcome aboard. San Juan ist gleich um die Ecke, perfekt. Ah, die steckt mir immer Informationen. Das ist doch wieder Sinn, ja, das ist doch klar. Dankeschön. Was verkauft er hier? Oh, One-Shot-Pistol. Nee, ich hab nicht genug Geld. Entschuldigung. Genug Geld. Ja, dann lass uns mal los. So, wir müssen nach San Juan, hat er gesagt, ne? Hier, oder? Aber das ist so eine Spa. Okay, war es dann dran, ne? Ja. Der ist richtig, guck mal, wie so ein kleiner Delfin. So richtig freudig ist er um mich rumgezirkelt. So. Wir sind gleich da. Was ist das? French Privateer. Nee, der will mich angreifen. Da habe ich keinen Bock drauf. Fuck. Komme ich da rum oder... Nee, ich muss umdrehen. Ich glaube, der will mich angreifen. Ich werde versuchen, komme ich hier durch das... durch die Shallow Waters? Könnte knapp werden. Fuck. French Brick. Ja, was sollen wir machen? Aber auch ein bisschen Wahnsinn. Ich bin auch das viel mächtigere Schiff. Der hat leider viel zu viel Crew. Fuck, das könnte ein Problem werden. Was? Wieso? Muss ich beeilen. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Das war's. Nein! Yes! Oh, ich glaube, das war richtig knapp, oder?
Nice. Puh, okay. Auch das Essen nehme ich sehr gerne. Okay. Boah, ey. Hätte ja lieber nicht gekämpft. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns hier durch diese seichte Sandbank manövrieren. Sehr schön, das hat geklappt. So, wow, okay. Der hat auch, guck mal, der transportiert den neuen Governor auch, der Typ. As you approach the town of San Juan, the harbor batteries open fire. Do you attack the town? Dürfen wir nicht. Sneak into town. Warte mal ganz kurz. Es ging doch nur, so der Governor ist da. Aber wisst ihr was? Das hier ist doch total spannend. Der transportiert Transporting New Governor. Kann das sein, dass das ganz geil ist, wenn ich das mache? Der neue, wir sind doch im Krieg mit den. Ist ja egal. Was machen wir als nächstes? Da vielleicht hin. Machen wir nicht, ne? Wir können hier noch ein paar französische Städte oder wir gehen hier hin. Dann können wir auch irgendwann südlich nach Sydney Town in diese Piratenhauptstadt. Jetzt können wir nochmal nach St. Eustatius. Diese beiden französischen Häfen können wir nochmal anfahren. Das finde ich eigentlich ganz gut. English Smuggler. Wir brauchen erstmal ein bisschen Wind. Oh, wir kommen mal gerade gar nicht voran. So. Aber ich finde, warte, wir fahren jetzt noch eben hin und dann, wir machen nämlich gleich Folgendes. Ich zeichne gleich mit Eddie nochmal neue Royal Beef-Folgen auf. Aber vielleicht können wir nochmal kurz einen Hafen anlaufen. Wo sind wir da? Oh, dürfen wir die englischen... Komm, wir fahren nach St. Eustatius. Dann fahren wir nochmal nach St. Eustatius. Und dann... Ah, oh, 6 Knoten. Hier ist einfach absolute Windstille. Da waren wir ja gerade schon. So, da haben wir es richtig. Wer ist das? Merchant. Boah, dürfen wir das Englische... Sind wir im Krieg mit England noch? Ich weiß es gar nicht. Dürfen wir da einfach anlanden? Pur English Port. Wir gehen direkt nach St. Eustatia. Dutch Raider. Ne, wir sind eine... Du willst mich nicht raiden. Wir sind Freunde. Freunde raiden sich nicht. So, wir schuckeln da aber wirklich super gemütlich in den Hafen von St. Eustatius. Bam, dankeschön. So, du musst ja jetzt wirklich mal happy sein. Ja. Dankeschön. Immer noch nicht befördert. Schade. Yes! Bronze Cannons! Nice! Also, das ist fantastisch. Wir reparieren und wir kaufen uns die Bronze Cannons jetzt hier. Wie geil ist das denn? Heidi wird immer besser. Heidi ist richtig gut. Hammer gut. Und dann können wir noch mal kurz in die Taverne gehen und neue Leute hier anlachen. Was ist mit Merchant? Wir haben einfach, ja, gar nichts wirklich zu bieten. So, okay. Und mit dieser erfolgreichen Anlandung an diesem tollen holländischen Hafen machen wir mal Schluss. Das waren jetzt fast 3 Stunden. Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht mega Bock.
Das ist Sid Meier's Pirates, die 2004er Version. Ihr bekommt sie unter anderem halt auf GOG, da habe ich sie gespielt. Und ja, es ist einfach wirklich ein tolles Spiel dafür, dass das so alt ist. Es hat eigentlich schon mal wirklich ein besseres, nochmal ein Remake verdient auf jeden Fall. Das ist wirklich super, das Spiel. Und sei euch ans Herz gelegt. Startet selber eine Partie. Das war's von mir. Ahoi Matrosen. Und nicht vergessen, den Plunder zu teilen. Ciao.